Fischers Fritze frischt Fisches. Ich hab dir gesagt, du sollst es lassen. Naja, wir hatten sich den Kram hier auch ausgedacht. Also, ja, ich mit Sicherheit nicht. Ja, dann fangen wir nochmal an, oder? Ja, also, fang nochmal an. Schönen guten Abend zum Stammtisch von Schwalbe bei unserem Group Ride von Zwift. Wer bist du denn eigentlich? Ja, das frage ich mich manchmal auch. Ich bin der Patrick von Schwalbe. Ich bin hier für die Eventgeschichte mit zuständig und bin heute eingeladen worden, die ganze Sache hier zu moderieren. Willst du dich kurz vorstellen, dass die Leute auch wissen, wer du bist? Ja, ich bin der Sebastian. Ich bin heute dein Co-Moderator. Ich bin bei Schwalbe normalerweise im Alltag dafür zuständig, dass es unseren Profiathleten gut geht. Genau, und heute moderiere ich mit dir unser Zwift-Event. Da bin ich auch sehr froh, dass du an meiner Seite stehst, denn so ein bisschen nervös bin ich heute schon. Das mache ich zum ersten Mal und ihr seht es vielleicht im Hintergrund. Die Jungs und Mädels sind schon fleißig am Treten und am Strampeln. Ganz wichtig, wir fahren heute kein Rennen. Wir fahren heute ganz entspannt, locker 2 Stunden Fahrrad. Vor allem den André muss man das öfter sagen, weil wenn ich das so richtig sehe, hat er schon wieder die große Scheibe drauf. Ne? Ja, wobei die anderen ziehen mit. Ne? Aber Sebastian. Wir sollten vielleicht erstmal die Chance nutzen, unsere Gäste hier vor Ort mal vorzustellen. So sieht's aus. Möchtest du anfangen? Gerne. Vor Ort haben wir die super Tanja Erath. Daneben ist der André Greipel. Hier drüben haben wir den Erik mit einem sehr speziellen Nachnamen, den ich immer, weißt du, das ist immer Horst Hemke. Ja. Und wen wir hier hinten haben, ist unser lieber Paul. Er kommt auch aus unserer Firma. Und er hat heute Geburtstag. Ne? Willst du mal kurz Hallo sagen? Ja, hallo zusammen. Ich grüße alle lieben Radfahrer und ich danke nochmal euch für das schöne Geschenk heute. Ja, bitte, bitte. Du musst strampeln. Ne? Ich brauche nur erzählen. Noch sind wir nicht fertig, mein Freund. Ja. Noch sind wir nicht fertig. Wen haben wir dann sonst noch mit da? Nachher werden wir dazu schalten mal den Paul Ripke und den Fabian Cancellara. Wen haben wir noch die dabei? Die sind sogar tatsächlich heute nicht am selben Ort. Also Paul wird zugeschaltet live aus den USA. Fabian befindet sich, glaube ich, gerade in einem Trainingslager. Ja, sonst haben wir noch Laura Philipp, Sebastian Kienle. Wir haben Hanna Ludwig vom Team Uno X. Georg Egger von Speed Company Racing wird sich später noch mit dazuschalten. Und am Ende haben wir sogar noch einen Überraschungsgast, wie ich gehört habe, oder? Tatsächlich? Das ist also auch für mich überraschend. Das wurde mir gesagt. Dann lassen wir uns überraschen, würde ich meinen, oder? Okay, ja, machen wir einfach. Kriegen wir schon hin. Ja, um was geht's heute Abend im Grunde genommen? Möchtest du vielleicht noch 1-2 Worte dazu verlieren, was heute Abend bei uns ansteht und was wir oder was die Athleten heute Abend leisten müssen? Also ich gehe erstmal von aus, dass sie Fahrrad fahren müssen, ne? Das hast du gut erkannt, ja. Ab und zu stellen wir ein paar Fragen und hoffen, dass wir ein paar nette Antworten bekommen, ne? Ansonsten... Schlag was vor. Ich würde sagen, wir fragen Tanja mal, weil die ist ja quasi Swift-Experte. Tanja, du hast ja Gott sei Dank selber ein Mikro, das heißt, ich muss dir nicht mein Mikro noch auch noch ins Gesicht stecken. Erzähl uns mal, was genau steht an. Wir sind gerade unterwegs in Watopia, eine der Welten bei Swift. Und ich jage gerade André Greipel, der dir durch die Gruppe attackiert hat. Oder vielleicht ist er auch hinter mir, man weiß es nicht. Ach, dann mache ich mal langsam. Genau, und wir sind insgesamt knapp 155 Leute und bewegen uns jetzt für knapp 40 Kilometer durch eine dieser schönen virtuellen Welten. Ich habe auch gerade schon einen bekannteren Namen entdecken können, Maurice Clavel, Profi-Triathlet, der auch mit dabei ist. Also wir sind schon in einer ziemlich großen Gruppe unterwegs, würde ich sagen, oder? Ja, Maurice und ich kennen uns auch noch von früher aus meiner Triathlon-Zeit, deshalb Grüße. Ach, das ist ja ein Zufall. Ja, dann gehen die Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle direkt mal raus. Wir schalten ja auch später noch einen gemeinsamen Bekannten dazu mit Sebastian Kienle. Genau. Der kommt später auch noch rein. Ja. Wie sieht's bei dir aus, Erik? Bei mir? Soweit ganz gut. Deinen Namen habe ich da jetzt noch nicht gelesen. Also ich bin hier ganz vorne in der Gruppe dabei. Noch. Noch. André, was guck auf deinen Platz bitte, weil jeder hat seinen eigenen Bildschirm. Abgucken heute verboten. Wenn ich hier so in die Runde rumgucke, schwitzt du gerade am meisten? Ich brauche erstmal Puder, bevor du mit mir sprichst hier, bevor ich hier irgendwie angezeigt werde. Ich brauche Puder. Wir müssen dazu sagen, dass Patrick heute den kompletten Puder schon aufgebraucht hat. Also Puder ist komplett weg.
Ja, eigentlich bin ich ziemlich hell, ne? Ja, also es ist wieder ein typischer Swift-Workout hier. Vollgas. Ich bin in einer sehr kleinen Gruppe unterwegs und ich gehe dem ganzen Trend jetzt erstmal entgegen und fahre einfach mein Tempo. Ob das die anderen genauso sehen? Also, aber wie sieht es bei Paul drüben aus? Ja, soweit ganz gut. Ich habe ja vor einigen Monaten irgendwann mal meine Rolle verkauft, weil mir das Rennfahren überhaupt gar keinen Spaß macht. Umso schöner heute mal hier das Comeback mit euch in netter Gesellschaft und natürlich auch allen, die draußen mitfahren. Super Sache, gerade heute bei dem Regenwetter. Und ja, super. Echt, freue mich, hier zu sein. Sehr schön. Wir freuen uns auch, dass du hier bist, Paul. Ja. Patrick, ich möchte dir das Wort nochmal übergeben. Ich möchte vielleicht mal nochmal ein bisschen genauer auf unsere Gäste eingehen. Du hast dich ja wirklich explizit darauf vorbereitet. Ja, man muss sagen, zu dir, also Patrick hat wirklich den ganzen Tag damit zugebracht, sich auf dieses Event heute vorzubereiten. Und dementsprechend überlasse ich dir jetzt die Bühne. Heute? Die ganze Woche. Die ganze Woche. Also, das ist wirklich, kam aus dem Urlaub und los ging's. Ne? Also. Ja, du hast 2 Karten, ich habe gefühlt 10 Karten, aber ich habe gesagt bekommen, ich soll mich relativ kurz halten. Ne? Und ja, was ich heute noch mache, ist, werde einfach ein paar Fragen ab und zu mal ein bisschen stellen, dass das Ganze ein bisschen lockerer hier wird. Ne? Wir können vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen, dass auch die Community draußen uns gerne auch Fragen schicken kann. Also gerne über Instagram, wenn ihr da irgendwie Lust drauf habt, oder auch über YouTube haben wir die Möglichkeit, eure Fragen zu beantworten. Entweder jetzt hier direkt an unsere Gäste, die wir hier vor Ort haben, oder halt auch später an unsere Gäste, die wir dann live zuschalten werden. Also her mit euren Fragen. Ja, immer her damit. Super. André, wollen wir mit dir mal beginnen? Kannst du noch erzählen? Oder? Wo ist denn der Puls bei dir? Wo riecht denn das hier bei dir? Habe ich ausgemacht. Also, ich versuche jetzt gerade die Tanja einzuholen. Weil sie kommt gerade aus dem OP, ja. Und ich habe den ganzen Tag frei gehabt, deswegen versuche ich jetzt hier gerade mal aufzuschließen. Dann haben wir eine schöne Rückgruppe. Ja, man muss sagen, André Greipel, mein Tempo fahren sind 4 Watt pro Kilo. nur mal so. Ja, ich fahre im Stehen und es geht bergab. Also ich will jetzt nicht dazwischen grätschen, aber ich habe schon tatsächlich die erste Mitteilung bekommen, die mir gerade aus der Regie zukommen, wurde mir zugespielt. Ja. Wir sind zu schnell unterwegs. Also nochmal kurz die Erinnerung, Leute. Group Ride, kein Rennen. Ja, wer pacet da so krass? Du musst ihm mal eine Wattvorgabe geben, sonst. Also früher habe ich das so gelernt, ne? Kleine Gänge. Du machst ein Bein, kein Bein, André. Jetzt kommen wir der Sache näher. Ne? Aber ich meine, man sieht es ja auch auf dem Bildschirm, die ganzen, ganzen Experten. Also ich habe da jetzt gerade eben Rose Beast Mode gelesen. Ich lese Maloja Pushbikers, Team Strassacker. Der Marius, einer unserer Gravelfahrer, ist mit am Start. Ich glaube, Sebastian Kiel ist auch schon durchs Bild gehuscht. Also wir haben ja auch ein tatsächlich sehr hochwertiges Starterfeld heute dabei. Was soll ich dazu sagen? Hau was raus. Wir haben eine super Gruppe jetzt hier. Tanja ist am Kämpfen, das finde ich gut. Ja, ich wollte noch mal zu dir ranfahren. Das ist immer das Problem, wenn man zwischen den Gruppen hängt, weiß man nie, bleibt man vorne drin. Um mal dazu zu sagen, die Tanja fährt mit dem Throne Bike. Also sie hat heute in der Garage ein bisschen Zeit verbracht, um wirklich nichts dem Zufall zu überlassen. Ich habe so ein Fahrrad nicht. Ja, dafür muss man Höhenmeter machen. Ja, woran liegt denn das? Nicht immer nur Flat Ride Route und Tempus Fugit. Woran liegt denn das, dass ich keine Höhenmeter habe? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, André strebt auch eher die Cross-Karriere jetzt an, oder? Patrick, du hast dich vorbereitet. Erzähl uns was. Gib uns ein paar Fakten. Und habt ihr mir mal so eine Frage mal so ein bisschen aufgeschrieben, André. Mhm. Den Profibradsport hast du ja letztes Jahr an den Nagel gehangen. Dennoch sieht man dich immer hin und wieder mal mit den Trainingstieren trainieren. Und ich habe ab und zu letztes Jahr, bei dem ein oder anderen Crossrennen am Start stehen sehen und sogar gewinnen sehen. Ja, ich persönlich würde es ja feiern, wenn der Gorilla zwischen den beiden Currypeakern, Wout van Aert und Mathieu van der Poel, am Start stehen würde am 5. Februar. Hand aufs Herz, wann ist denn dein Comeback? André, wann geht die nächste Cyclocross-Saison los? Ich brauche erstmal eine Lizenz.
Das ist doch kein Thema. Das ist kein Thema. Wenn du da Hilfe brauchst. Ja, ja. Einen Rechner kann ich bedienen. Sag mal so, man hangelt sich von Event zu Event. Und ich muss sagen, die Crossrennen, die machen Spaß. Eine Stunde kann ich noch. Aber alles, was drüber ist, das ist dann wirklich Schmerzgrippe. Ja, wir hatten uns vorhin unterhalten. Ne? Also selbst Nils Pollet war sehr überrascht in Hürth, dass auf einmal der Antrieb wieder am Hinterrad war. Ne? Es wird dir ja vorgehalten, dass du abgekürzt hast. Ich kann aber sagen, das hat er nicht. Er hat halt die Top-Reifenwahl gehabt, den super Luftdruck, und so lief es dann auch. Sebastian? Du musst das Mikro, glaube ich, näher an deinen Mund halten, lieber Tatsächlich? Patrick. Ich habe gerade aus der Regie schon wieder die Nachricht gehört. Wir müssen die Mikros weiter an den Mund halten. Dann halte ich das näher an den Mund ran. Ich versuche das. Ne? Ja, André, also dein Crosssport macht dir Spaß, das haben wir jetzt nur mitbekommen. Ne? Ich habe dich nur letztes Jahr ein bisschen näher kennengelernt. Bei Rund um Köln bist du mir das erste Mal im Weg gelaufen, mit glänzenden Augen. Die Rolle des sportlichen Leiters hat dir sehr viel Spaß gemacht. Werden wir dich in Zukunft öfters noch bei solchen Veranstaltungen sehen? Ja gut, ich bin dieses Jahr auch wieder der sportliche Leiter von Rund um Köln. Insofern, wenn der Schwalbestand wieder da ist, komme ich mal vorbei. Sehr dann gerne. Können wir ein Wasser zusammen trinken. Aber ich mache nicht dieselben Fehler wie letztes Jahr. Wir lassen das auch so stehen. Ne? Okay, also, ja. Gut. Super. Sebastian, möchtest du mal irgendwas hinzufügen? Unser Prinz schon... da... was auf dem Weg Nein, aber ich muss schon wieder ein wenig aufs Tempolimit drücken. Ich habe gerade eben von unserem Triathleten Jan Strandmann die Nachricht bekommen, dass er 5 Minuten 350 Watt gefahren ist. Leute, wir sind zu schnell. Es ist ein Group Ride. Aber vielen Dank, lieber Jan, für die nette WhatsApp-Nachricht, die ich da gerade bekommen habe. Das war ein Late-Join. Ja, wir sind live in der Show. Ja. Und ich übergebe dir jetzt wieder das Wort, weil die nette Tanja fährt gerade direkt neben dir. So weit muss ich gar nicht laufen. Hallo Tanja. Tag. So, schön. Du bist auch schon am Schwitzen, ne? Ja. Ich meine, wenn man schnell schwitzt, ist ja ein Zeichen von guter Form. Von dem her, kein Problem. Super. Ich gehe immer den getrosten Motto, ne, wer zu viel trainiert, hat zu wenig Talent. Deswegen sitze ich ja selten auf dem Fahrrad. Schau an. Super. Tanja, natürlich habe ich auch ein bisschen vorbereitet für dich. Also, liebe Community, nimm es mir nicht böse, dass ich so ein bisschen ablesen muss, denn dafür hatte ich keine Zeit, mir die Fragen alle in den Kopf reinzuprügeln. Tanja, mit dem Profi-Radsport hast auch du letztes Jahr abgeschlossen. Ja, stimmt. Und blickst eigentlich auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurück. Nun hast du eine neue Leidenschaft gefunden. Du bist nun tatsächlich professionelle Pflasterkleberin, ne? Also auf Deutsch gesagt Ärztin. Doch so lange bist du noch gar nicht im Radsport-Ruhestand. Deshalb kommt mir die Frage tatsächlich auf, hat letztens die Kraft nicht mehr ausgereicht, von der Polizei wegzufahren, als du auf dem Fußweg erwischt wurdest? Na, ich bin ja ein anständiger Bürger. Ja. Deshalb natürlich, sobald die Polizei zu mir sagt, stopp, anhalten. Aber anständig bedeutet ja auch, warum fährst du denn überhaupt auf dem Fußweg? Ja, das war ja, ich würde das nicht mal wirklich als Fußweg bezeichnen. Es war halt ein Platz, so, der mit einem kleinen Bordstein abgegrenzt war. Und ich meine, ich fahre um 6.55 Uhr zur Arbeit. Da sind nicht so viele Leute unterwegs. Aber gut, die Polizei hat es sehr ernst genommen und mich mit einem Verwarngeld zur Arbeit geschickt. Sehr gut. Hast also aus deinen Fehlern gelernt. Muss ich ja jetzt sagen, ja. Ja, ja, würde ich nie mehr machen. Super. Dennoch, jetzt bist du quasi ein Jahr lang schon nicht mehr im Profi-Radsport tätig. Ne, 10 Tage. 10 Tage, Entschuldigung bitte. Ne, 13 sind es heute. 13. Wann war dein letztes Rennen? Im September, glaube ich. Wo bist du da gefahren? Das war Plouay, Frankreich. Wie verlief das? World Tour Rennen. Ja, genauso wie die ganze Saison, nicht so gut. Ja. Also, kann man sehen, wer möchte, fährst mit der Weltelite. Ja, also. Aber, ja. Hast halt einen sehr hohen Anspruch an dich selber. Nee, es war einfach wirklich schlecht, muss man schon sagen. Okay. Das kann man leider auch nicht schönreden. Okay. Dennoch kommt jetzt eine Zeit auf dich. Wie gesagt, du bist Ärztin. Darf man fragen, in welche Fachrichtung es geht? In die Anästhesie. Also ich lege Leute in Narkose.
sozusagen. Holst du auch wieder zurück, oder? Ja, bisher habe ich eine gute Quote. Hervorragend. Obwohl heute Freitag der 13. ist, alles gelaufen. Okay, wirst du den Profi-Radsport vermissen? Aktuell noch nicht. Aktuell noch nicht. Fehlt dir jetzt in dem Moment schon etwas? Pass mal auf, hier wird eine Trinkflasche gereicht. Nee, jetzt kann ich ja sogar mit André Greipel fahren, konnte ich vorher nicht. Ja. Auch schön. Du traust dich nur nicht über die Rheinseite. Auf welcher Rheinseite wohnst du denn? Auf der richtigen, je nachdem, wer man fragt. Schaust du auf den Dom? Ich schaue auf den Dom. Hervorragend, ich nehme mich auch. Ja, genau. Ne? Weil wir gehen später runter, wenn das Wasser kommt vom Meer. Wir haben noch ein paar Stunden länger. Ne? Ich sehe den Dom auch. Naja, ja? Das ist Hürth warst du, ne? Ja, aber ich sehe den Dom. Da müssen wir nicht mehr über Köln sprechen. Also. So, ihr beiden. André, bei dir sind schon wieder 240 Watt zu sehen. Ich brauche Saft hier für meinen Laptop. Du brauchst Strom? Ja. Jetzt habe ich ein Handtuch gereicht, ich habe Wasserflaschen vorbeigebracht. So, jetzt brauchen wir Strom. Wer ist jetzt hier für Strom verantwortlich? Ja. Wo sind die Jungs? Regie? Du kümmerst dich um den Strom. Ich kümmere mich, ich bin unterwegs. Ich gehe hier einmal außen rum zum Erik. Ja. Hallo Patrick. Hallo Erik. Wir kennen uns auch schon ein Stück, ne? Ja, etwas, ne? Ja, ne? Da warst du vor ein paar Jahren mal in einem Laden gewesen und da sollte dir irgendwie jemand das Fahrrad mal richtig einstellen, ne? Ja, Kommsport hieß der Laden, glaube ich. Ja, ne? Ja, war super. Schön, dich da kennenzulernen, ne? Und jetzt, gestern hatte ich dich angerufen und habe gefragt, sag mal, kennen wir uns? Weil das Gesicht kam mir immer bekannt vor, ne? Aber den Namen habe ich mir halt nicht gemerkt. Ja, ich kannte dich, du kanntest mich nicht mehr. Ja, du hast es mir zum dritten Mal gesagt, du Patrick. Also langsam wird es peinlich, ne? Auf dem Gravel Games hat man uns schon gesehen. Das stimmt. Dann vorher bei Kommsport, aber gut, das war ja noch 3-4 Jahre her, ne? So sieht's aus. Zwischendrin haben wir uns sogar mal hier bei uns im Hause getroffen, ne? Ja, ja. Guck, ich vergesse dich. Jetzt habe ich dich im Kopf, ne? Den Nachnamen nicht, aber den Vornamen und das Gesicht. Horst Hemke. Toll, wenn du es immer wieder erwähnst, dann irgendwann klappt es vielleicht. So, Erik, was machst du eigentlich? Auch hier werde ich jetzt mal ein bisschen was vorlesen. Ne? Mach das. Für Erik ist kein Weg zu weit mit dem Rad. Allein im letzten Jahr fuhr er knapp 30.000 Kilometer. Seine Idee war, alle drei Grand Tours plus den Transfer mit dem Rad zu absolvieren. Den Giro und die Tour de France hast du wunderbar gemeistert. Dabei sind knapp 14.000 Kilometer mit 160.000 Höhenmetern quasi aufgetaucht, die du abgerissen hast. Ja. Ja, was war mit der Vuelta? Hat es keinen Bock mehr? Oder? Körperliches Versagen, würde ich sagen. Körperliches Versagen? Das Knie hat nicht mehr ganz mitgemacht. Die Sehne am rechten Knie. Aber wie man sieht, das läuft jetzt wieder. Ich kann wieder. Ja, das ist doch rund. Das sieht ganz rund aus bei dir, definitiv. Ja. In welcher Gruppe befindest du dich jetzt eigentlich? Ich bin natürlich immer noch in der vordersten Gruppe. Also da, wo auch bei André waren wesentlich weniger Radfahrer zu sehen. Also fährt er auf einer anderen Strecke. Ich weiß nicht, ob da irgendwo dazwischen hängt. Oh Mann. Apropos die Vuelta. Die hast du nun letztes Jahr quasi nicht schaffen können aufgrund gesundheitlicher Probleme. Ja, ich habe 100 von 7200 Kilometer von der Vuelta geschafft. Ja, schön. Das ist doch schon mal was. Ist doch mal was, ne? Dann wird der Rest nachgeholt. Hoffentlich Mitte, Ende Februar wollte ich starten, um das Ganze dann endlich mal zu beenden. Es fühlt sich irgendwie so ein bisschen nicht vollendet an in meinem Kopf. Und das hätte ich gerne geändert. Sehr schön. Kann man dich irgendwo live verfolgen, währenddessen du das fährst? Ja, sicherlich. Auf Instagram oder auf meiner Website kann man immer den Live-Standort gucken und sehen, wie ich mich quäle. Super, hervorragend. Ich hoffe, du hältst auch ab und zu mal an und genießt auch quasi die Zeit, die du da verbringst auf dem Fahrrad. Ne? Ja. Ich wollte noch André fragen, welche drei der Grand Tours findest du eigentlich am schwersten? Die sind alle scheiße. Alle scheiße? Also, ich sag mal, wenn einer sagt, oh, der Giro ist schwer, die Vuelta ist schwer. Ich bin schwer. Und das ist schon schwer genug, mit 85 Kilo immer die Grand Tours gefahren zu sein. Das war nicht einfach, deswegen gibt es keine leichte Grand-Tour für mich. Ja, ich höre nur immer, oh, die Vuelta, die ist so heiß. Das habe ich jetzt erstmal verhindert, wenn ich jetzt im Februar losfahre. Aber musst du eigentlich mit Schnee rechnen? Also ich denke mal ganz oben wahrscheinlich dann schon, oder? Ich glaube schon, ja. Ich hoffe nicht allzu sehr, aber ich glaube, schlimmer als 45 Grad, da habe ich lieber minus 10 Grad. Also
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die Vuelta letztes Jahr, das ist ja die Route, die du fährst, die führt dann auch in die Sierra Nevada hoch, oder? Ja. Da kann ich dir aus Erfahrung sagen, da liegt im März sogar noch Schnee oben. Ja, siehste. Also nimm auf jeden Fall einen Schlitten mit. Oder ja, dann habe ich wenigstens keine Wasserprobleme. Das ist wohl so. Gut, dann haben wir... Oder hast du noch irgendwas anzufügen, irgendwie, in der Richtung? Ich habe tatsächlich noch ein bisschen was mit dem Erik zu besprechen. Oh ja, sorry, dann habe ich die Zeit. Dann, nee, dann, komm, dann grätsche ich dir da jetzt auch nicht rein. Mach schön, mal. Danke. Perfekt. Ja, Erik, also du fängst ja jetzt Ende Februar an, quasi die Vuelta nochmal abzustrampeln. Aber was steht noch bei dir auf dem Plan? Du hast mir gestern so ein bisschen was erzählt, dass du einen Brunnen bauen möchtest. Aber nicht hier um die Ecke, sondern da, wo es wirklich richtig warm ist, in Afrika. Ja, hier haben wir ja genug Wasser. Ne? Also ja. Ich habe über die Strecke der beiden Grand Tours, die ich schon gefahren bin, mit Viva Con Agua ein bisschen Spenden gesammelt. Und jetzt will ich dafür sorgen, dass das auch da ankommt, wo es ankommen soll. Und der aktuelle Plan ist, oder die Idee ist, dass ich von Nordafrika, wahrscheinlich Ägypten, Kairo, so da in der Ecke, losfahre bis nach Uganda und dann symbolisch das Geld dahin zu bringen und dann mit Viva Con Agua dann einen Brunnen aufzubauen. Also du nimmst auch wirklich die Schaufel in die Hand und buddelst? Ja, wollen wir es hoffen, ne? Super. Da brauche ich ja nicht hinfahren. Schön. Dann komme ich auch tatsächlich gleich zur nächsten Frage. Du hast gestern wirklich viel erzählt, wo du überall schon warst und Europa hast du ja eigentlich abgeklappert. Ne? Jetzt fährst du zum nächsten Kontinent nach Afrika. Willst du gleich noch eine Schleife dran drehen und dann Richtung Asien weitermachen? Oder was steht bei dir in Zukunft noch auf dem Plan? Weil wenn ich auf dem Fahrrad sitze, dann sage ich mir, naja, nach 2 Stunden habe ich eigentlich die Schnauze voll mittlerweile. Ne? Ja, wollen wir mal schauen, was noch kommt. Also wenn ich jetzt erstmal die Vuelta und mein Brunnenprojekt da beendet habe, dann sind das schon wieder zusammen, ich glaube irgendwie ja, 16.000 Kilometer. Und dann wollen wir mal schauen, was das restliche Jahr noch so ergibt. Schön. Ja, dann drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Ne? Und wie gesagt, verfolgt den Erik auf Instagram und da, wo es möglich ist, schaut mal auf seiner Homepage vorbei. Da könnt ihr noch ein bisschen mehr erfahren, was er so macht. Lasst mal einen Euro dafür im Brunnen. Ne? Unter anderem. Darf auch ein bisschen mehr sein. Jetzt gebe ich dir das Wort wieder weiter, Sebastian. Der Co-Moderator ist noch am Start, richtig? Ja, steht jetzt noch. Zwischen Tanja und André. Und wir haben gerade wieder aus der Regie eine Zuschauerfrage bekommen. Wie sieht das bei euch aus zum Thema Sitzpositionsoptimierung auf der Rolle? Spielt das irgendwie für euch eine Rolle oder ist das gar kein Thema? Oder ist das im Grunde genommen dasselbe wie draußen? Auf was achtet man da? Wie schafft man das auch, lange Distanzen auf der Rolle zu überleben? Also ich sitze genauso wie draußen. Grundsätzlich gute Hose und genügend Gesäßcreme, würde ich sagen. Und wenn man sehr verschwitzt ist, einfach mal mitten im Ride die Hose wechseln, was man ja auf der Rolle kann. Das stimmt, das ist dann ein bisschen einfacher, als das Tour durch die Eifel zu machen. André, dein Feedback dazu. Tanja fährt zu viel Rolle. Wenn man die Hose wechselt beim Rollenfahren, dann fährt man definitiv zu viel Rolle. Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es nur gehört. Ach so, gut, okay. Also ich bin irgendwo ein bisschen der Fahrer, der sagt, Sitzcreme ist ein Zeichen für eine schlechte Hose, für ein schlechtes Sitzleder. Oder ist ja kein Leder mehr, ist ja eigentlich wirklich nur ein Sitzpolster noch. Und deswegen fahre ich eigentlich immer ohne Sitzcreme. Und ich muss sagen, ja, du fährst ja mit demselben Fahrrad auf der Rolle wie draußen, deswegen ist die Position dieselbe. Und ja, ich sag mal so, am Sattel kann man natürlich auch viel Varianten ausprobieren, aber man kann es auch zu sehr probieren, den perfekten Sattel zu finden. Man sollte sich einfach auf ein Modell einlassen. Natürlich, wenn das Probleme macht, dann sollte man das Sattelmodell auch wechseln. Jetzt nutzt ihr zwei ja komplett unterschiedliche Rollenfabrikate. Ich weiß von dem rechten Rollenfabrikat, was ich selber nutze, dass man da auch so eine Motion Play drunter basteln kann, die so ein bisschen das Fahrgefühl von draußen noch mit simulieren kann. Nutzt ihr sowas auch oder ist das gar kein Thema? Bevor ihr also die Frage beantwortet, ja. Moment, beide Rollen sind auf jeden Fall super schnell.
Ich habe aber gerade mitbekommen von der Regie, dass wir tatsächlich viel zu schnell Fahrrad fahren. Jungs, Mädels. Ne? Also der Einzige, der tatsächlich normal aussieht hier im Raum, ist der Paul. Ne? Alle anderen schwitzen. Also nehmt ruhig ein bisschen die Kohle raus, auch bei der Community, die ja quasi ja mitfahrt. Großes Blatt runter, ganz entspannt Fahrrad fahren. Ne? Ein Bein fallen lassen, das andere hinterher setzen. Und dann denke ich mal, kommen wir auch ganz entspannt über die 2 Stunden. Danke, lieber Patrick, für diesen wunderbaren Ratschlag. Jetzt habe ich die Frage. Ah, nee, doch, ich weiß es wieder. Ja, ich merke gerade, diese Rolle kann ja Roadfeel machen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich über Bretter oder Kopfsteinpflaster fahre, schüttelt es so. Bretter bei dir. Finde ich aber sehr, eher unangenehm. Also ich stelle das normalerweise aus. Und was diese Motion Plates angeht, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und viele Leute, die halt auch mit diesem zu starren Sitzen Probleme haben, glaube ich, profitieren davon. Ich selber liebe Einfachheit, deshalb habe ich einfach nur die Rolle bisher. Okay, wenn du jetzt, oder steigen wir andersrum in die Frage ein, was ist deine bisher längste Rolleneinheit? Das hattest du ja schon mal in deiner Story gefragt. Ich glaube, es waren 5 Stunden. Stimmt, da war mal irgendwas, ja. 5 Stunden, glaube ich. Ich glaube, das war der Moment, wo ich dann für mich realisiert habe, okay, ich bin dann anscheinend doch nicht ganz so verrückt. Also verrückter als all die anderen, aber 5 Stunden ist natürlich schon super lang auf der Rolle. Guckst du dann die ganze Zeit auf den Swift-Bildschirm oder Nee. Was machst du dann da? Ich wechsle zwischen Musik, Netflix und Denken. Also ab und zu beschäftige ich mich auch mal mit meinem geistigen Innenleben. Okay. André, wie sieht es bei dir aus? Längste Rolleneinheit? Habe ich auch 5 Stunden. Habe ich schon geschafft. Einarmig sogar. Das war in der Zeit, wo ich mir vor 2 Jahren die Schulter gebrochen habe und ausgekugelt. Und da wusste. Hast du dann auch so ein Konstrukt gehabt, dass du irgendwie von der Decke runter so ein quasi Seil hattest, wo du dich dann so halb reinhängen konntest? Ja, mein TRX, habe ich mir von der Decke gespannt und dann bin ich halt so gefahren. Es ja. War okay, aber das war halt einfach zu viel Ehrgeiz im falschen Moment, weil niemand wusste ja, was während der Pandemie wirklich wieder passiert, wann die Rennen wieder losgehen. Ich sag mal so, auf der Couch hätte ich mit Sicherheit mehr Heilungschancen gehabt oder schnellere Heilungschancen. Was sind deine Tipps jetzt für die Leute da draußen, was man womit man sich am besten die Zeit vertreiben kann auf der Rolle, wenn man nicht gerade draußen fährt? Es gibt ja sämtliche Streamingdienste, viele schöne Filme, wenn man sie noch nicht leer geguckt hat während der Pandemie. Finde ich, ja, Dokumentation, Sportdokumentation finde ich immer sehr, sehr schnell begeisternd für mich und die Zeit vergeht sehr schnell damit. Aber jeder ist ja jedem selbst überlassen, was er guckt. Genau so ist das. Gut, ich glaube, die letzte Person bei uns am Tisch. Ja, pass auf, willst du? Kurz bevor wir zur letzten Person kommen, die du tatsächlich interviewen wirst. Ich habe mich nicht vorbereitet, so wie du. Ja, das sieht man. Weißt du doch. Kam auf jeden Fall eine interessante Frage. Und zwar sollte sie eigentlich nur an den André gerichtet sein. Dennoch haben wir hier 2 ehemalige Profis sitzen, fahren. Und zwar kam die Frage, wie viel man doch so als Ex-Profi dann quasi doch noch im Jahr Fahrrad fährt. Du kannst es natürlich noch nicht sagen. Das kannst ist es aber schätzen. Ja noch nicht so alt. Wir werden dich dann Ende diesen Jahres nochmal daraufhin ansprechen. Aber André, du kannst es vielleicht schon mal beantworten. Vielleicht sagst du auch mal kurz, was du so in deiner Karriere quasi im Jahr gefahren bist, aktiv. Ja, also als Aktiver waren es so 32.000 bis 34.000. Und letztes Jahr waren es 15. Meter oder Kilometer? Kilometer. Okay. Ich habe für mich so beschlossen, dass ich ja noch ein langes Leben vor mir haben möchte. Und es gibt leider viele Beispiele, die gezeigt haben, dass es einfach Herzprobleme gibt. Deswegen habe ich gesagt, ich möchte auf jeden Fall die Hälfte machen von dem, was ich als Profi gefahren bin. Und das hat gut geklappt. Und natürlich macht man auch noch andere Sportarten. Laufen, Schwimmen. Ich habe dich auch mit dem Hund spazieren. Also bist du nach Triathlon, oder? Triathlon habe ich probiert. Sag mal so, es macht Spaß, aber möchte ich nicht weitermachen. Also ich werde auch wieder den Köln-Triathlon machen, aber mich nicht darauf vorbereiten. Was sind das für Distanzen beim Köln-Triathlon? Also es ist kein Ironman, oder? Nein, also 2 Kilometer treiben lassen im Rhein, 40 Radfahren und 10 laufen.
Ja, das ist schon ganz ordentlich, würde ich sagen, oder? Also das muss man erstmal machen. So sieht es aus. Aber wer André kennt, auch früher schon, ne? Also es war für mich ein absolutes Vorbild. Das ist halt ein Athlet. Ne? Und wenn man ihn jetzt noch anguckt, also selbst wenn er Lizenz hätte, wenn er am Start stehen würde irgendwo bei einem Rennen, abhängen wären sie nicht. Ne? Erzähl das mal Nils Pollitt. Ja, der hat es ja am eigenen Leib erfahren. Ne? So, ich begebe mich mal auf die Reise zu meinem Kollegen. Ich habe erst 50.000 verstanden. Das wäre auch gut gewesen. Paul. Jo. Du bist quasi bei Schwalbe mein Arbeitskollege. Wir haben regelmäßig miteinander zu tun. Möchtest du vielleicht einmal kurz erzählen, was so dein tägliches Geschäft bei uns im Haus ist, was du machst und welche Leben du da so tagtäglich rettest? Ja, Leben retten wie die Tanja, das mache ich sicherlich nicht. Allerdings kümmere ich mich bei uns bei Schwalbe um die interne Kommunikation und bin gerade ganz frisch dabei, ein Intranet aufzubauen, dass wir alle Kolleginnen und Kollegen weltweit gut mit Infos versorgen können. Und das macht mir jede Menge Spaß, weil am Ende des Tages sind alle Menschen und alle haben viel zu tun. Deswegen ist es umso wichtiger, die richtigen Infos zur richtigen Zeit eben an alle rauszuspielen, dass ja, die Schwalbe-Familie, die wir sind, eben auch weiter nach vorne zu bringen. Jetzt bist du hier bei uns beim Stammtisch dabei, quasi umzingelt mit ehemaligen und aktuellen Profis. Du bist jetzt aber auch selber in der Sportwelt kein Unbekannter im Grunde genommen. Also ich meine, die Aktion, die du letztes Jahr gemacht hast, da kann man schon drüber reden, oder? Also du bist irgendwo im Himalaya so ein paar Berge hochgerannt, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Ja, ganz genau. Ja, und da hat der Patrick auf jeden Fall auch einen Anteil dran. Das war, Patrick ist sozusagen mein lieber Trainer. Und als ich ihm dann erzählte, dass wir eine Expedition nach Nepal vorhaben zum Bergsteigen, war er sofort am Start und hat mir hier auch noch netterweise geholfen beim Rad einstellen. Und dann konnte ich mich auf eine gute Vorbereitung begeben. Ja, und dann waren wir in Nepal im schönen Everest-Gebiet unterwegs. Und das war eine super Erfahrung, hat viel, viel verändert. Und wenn ich da jetzt gerade so dran zurückdenke, gerade so die Dankbarkeit und die Genügsamkeit der Menschen dort, das hat mich nachhaltig beeindruckt. Weil viele haben da fast gar nichts. Wir leben hier in so einem Luxus, unfassbar. Und gleichzeitig eine unfassbare Dankbarkeit, die Leute mitbringen. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen und probiere das irgendwie so ein bisschen in den Alltag zu integrieren. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Das heißt, du hast dich quasi mit dem Fahrradfahren auf das Bergsteigen bzw. Wandern vorbereitet. Du schnallst dir ja auch öfter mal so ein paar Taschen ans Fahrrad und begibst dich dann auf irgendwelche anderen Touren, oder? Mit den Kollegen? Ja, ganz genau. Der Michael Biersack, vielleicht schaut er auch dazu oder vielleicht fährt er auch sogar mit. Mit dem bin ich auf Reise gegangen nach Berlin. Und dort haben wir uns die Taschen einmal dran geschnallt. Die Regie sagte gerade, ich muss dir das Mikro hinhalten. Kannst du mir einfach mal kurz geben, ist kein Problem. Genau, wir haben uns die Taschen dran geschnallt und sind dann von hier nach Berlin gefahren. Das war eine super Reise. Wir haben ganz viele schöne Landschaften gesehen. Man schielt oft so nach außen in andere Länder und gleichzeitig hat man in Deutschland so viel zu entdecken. Das war total schön und ja, super Erinnerungen, die daran bleiben. Und für nächstes Jahr, wir sind schon in 23 in diesem Jahr, wollen wir es dir ein bisschen nachmachen, weil Sebastian hat ja letztes Jahr Badlands gewonnen, wo wir alle den Hut vorziehen. Und deswegen haben wir uns gesagt, Mensch, um da ein bisschen im Windschatten von dir zu fahren, werden wir auch nochmal die Taschen schnallen. Ja. Und dieses Jahr die Strecke selber nachfahren, nicht in der Geschwindigkeit wie du, aber um das Gefühl mal von deinem Abenteuer nachahmen zu können. Ja, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Das ist eine sehr schöne Strecke. Ich glaube, du wirst auf jeden Fall begeistert zurückkommen. Ja, Paul, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Und Patrick, wo steckst du? Da. Ich glaube, wir liegen ziemlich gut im Zeitplan. Wir haben jetzt noch 15 Sekunden, bis wir unseren ersten Gast dazu holen, oder? Ja, dann wollen wir den schon verraten, wer jetzt kommt. Ja, ich glaube, das können wir machen, oder? Also, vielleicht errät es ja auch der ein oder andere. Profi-Triathletin, wohnt in Heidelberg. Tanja? Richtig. Sehr gut. Ich guck mal, ich weiß nicht, ich höre gerade aus der Regie wieder, die Freunde aus der Regie sagten, wir haben sie mittlerweile live dabei. Ich sehe sie zwar noch nicht. Da ist sie. Jetzt ist die Kamera an. Ich habe nicht Heidelberg. Hallo. Hallo Laura. Hey, guten Abend. Ja, ich fühle mich ganz schlecht, wenn ich euch da jetzt alle so fleißig auf der Rolle sehe.
Zu Recht. Aber ich muss sagen, ich war auch schon Radfahren, habe gerade noch mal einen Endspurt eingelegt, damit ich es pünktlich schaffe. Und mir Trikot schon aufgezogen. Hallo zusammen, ich bin gerade auf Forteventura und nicht in Heidelberg, das ist wichtig. Jetzt hast du mir schon im Grunde genommen die erste Frage weggenommen, weil bei uns ist es draußen dunkel, bei dir ist es noch hell, du sitzt wahrscheinlich nicht in einem oder vor einer Leinwand, im Hintergrund eine Palme zu sehen. Ich vermute mal, du bereitest dich derzeit in einem Trainingslager vor. Ja, genau, ich habe es extra so gedreht, dass ihr die Palme seht und nicht mein unordentliches Zimmer. Hier geht jetzt gerade die Sonne unter. Ich glaube, wir sind eine Stunde zurück, von daher habe ich ein bisschen mehr vom Tag noch. Ich bin hier gerade für ein Trainingslager, das erste von der neuen Saison, viele Grundlagenkilometer sammeln. Und nachdem ich wirklich zu Hause jetzt super viel eben gerade auch auf Swift, auf der Rolle im Keller trainiert habe, tut es gerade echt mal richtig gut. Einfach auch mal wieder so ein bisschen Speed zu fühlen auf dem Fahrrad, Kurven zu fahren, Abfahrten zu genießen, sich Berge hoch zu quälen und einfach das pure Radfahren zu erleben. Mit wem bist du dort vor Ort? Also gerade die ersten paar Tage war ich alleine. Der Sebi ist auch gerade noch hier mit einem Trainingskollegen und mit dem habe ich mich dann ein bisschen zusammengetan. Wir hatten ja in der Vergangenheit denselben Trainer, den Philipp Seib. Der hat aber den Sebastian letztes Jahr quasi noch einmal nach Hawaii gebracht zum Ironman und dann haben sie dieses Jahr darf Sebastian trainieren, was er möchte. Er hat dann trotzdem gnädigerweise sich ein paar von meinen Trainingseinheiten angeschlossen und so verbringen wir gerade die Zeit. Also ich mache einige Einheiten alleine, weil die doch dann einfach sehr spezifisch sind, weil ich einen frühen Ironman auch plane und deswegen jetzt auch schon so ein paar spezielle Vorbereitungseinheiten mache. Aber ansonsten sind hier einfach auch sehr viele Triathleten in dem Club und man kann sich auf jeden Fall zusammentun, wenn man gerne in der Gruppe trainieren möchte. Jetzt hast du es gerade schon selber angesprochen, früher erster Ironman. Kannst du da schon ein bisschen nähere Infos zu geben, wann und wo? Ja, ich möchte ganz gern Anfang März beim Ironman in Südafrika starten. Und das ist ein Rennen, das wollte ich schon gerne mal machen. Ich war sogar schon mal angemeldet für 2020. Und ich glaube, eine Woche vorm Abflug kam dann der erste Corona-Lockdown und damit war das Rennen dann gestrichen. Von daher ist das definitiv ein Rennen, was ich gerne jetzt nachholen möchte. Und das Ziel ist für mich dort, die Hawaii-Qualifikation zu holen, also für die Ironman-WM. Da müssen wir Triathleten uns ja immer bei einem Rennen qualifizieren. Und das hoffe ich dort abhaken zu können, um dann einfach den Rest der Saison Rennen zu machen, auf die ich richtig Bock habe. Was heißt dann für dich qualifizieren? Nimm uns da mal ganz kurz mit. Was musst du für Kriterien erfüllen, dass du dich wirklich dann am Ende für Hawaii qualifizierst? Also im Idealfall gewinnt man das Rennen, dann ist die Quali safe. Aber es gibt auch so bestimmte Rennkategorien, also zum Beispiel Championship-Rennen, also Europameisterschaft. In Südafrika ist, glaube ich, südafrikanische Meisterschaften. Also da gibt es dann tatsächlich mehr als einen Quali-Platz. Ich glaube, jetzt in Südafrika gibt es 3 sogenannte Slots für Hawaii. Und das heißt, mein Ziel ist natürlich, ich möchte gerne gewinnen, aber im Endeffekt sollte auch dann ein 2. oder 3. Platz reichen, um diese Kona-Quali zu bekommen. Okay, das ist ja schon mal auf jeden Fall eine Ansage. Bei einem. Ja, das würde ich auch sagen, oder? Ja. Mit dem Sieg. Ne? Das sollte doch machbar sein, denke ich mal. Aber nochmal zurück zu deinem letzten Jahr. Also du hast ja wirklich phänomenal angefangen. Im Grunde genommen ist es am Anfang ein bisschen blöd gelaufen, muss man ja ganz ehrlich sagen. Kurz vor der damaligen Weltmeisterschaft bist du krank geworden, konntest dann nicht teilnehmen als im Grunde genommen eine der Top-Favoriten auf den WM-Titel. Hast dich dann aber zurückgekämpft und hast ein sensationelles Rennen in Hamburg abgeliefert. Und bist dann wirklich auch wieder als Mitfavoritin nach Hawaii gereist. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise durch dein letztes Jahr. Ja, genau. Also ich hatte echt alles dabei von super geilen Rennen und dann eben auch ein paar Rückschläge. Aber so ist es halt meistens dann doch einfach im Sportlerleben oder im Leben generell. Du hast es gesagt, das eine war die Ironman WM in St. George, die ich
auslassen musste, weil ich Corona bekommen habe und mich das auch ganz gut zurückgeworfen hat und mitgenommen hat. Und ich wollte trotzdem, weil ich natürlich den ganzen Winter über mich auf dieses Rennen, was Anfang Mai stattfand, vorbereitet hatte, hatte ich einfach so Bock, noch irgendein Rennen zu machen und nicht schon wieder irgendwie den nächsten Trainingsblock. Und deswegen hatte ich mich dann dazu entschlossen, den Ironman Hamburg zu machen. Das war die Europameisterschaft über die Ironman-Distanz und war total unsicher, wie meine Form ist, einfach weil ich in den Trainingswochen vorher wirklich total verrückte Herzfrequenzdaten hatte, immer wieder mit der Atmung Probleme hatte und einfach ja so ein bisschen das Vertrauen in meinen Körper verloren hatte, dass ich einfach nicht wusste, wie reagiert der jetzt über so eine lange Ironman-Belastung, was ja doch einfach ein Rennen bei uns Frauen zwischen 8 und 9 Stunden ist. Und ja, ich konnte mich da dann tatsächlich echt so selbst überraschen. Ich habe eine neue Ironman-Weltbestzeit dort aufstellen können und den deutschen Rekord zurückgeholt. Den hatte bis dahin die Anne Haugt. Ich glaube, da spielen wir so ein bisschen Katz und Maus miteinander. Die hatte dann, glaube ich, eine Woche später oder so oder 2 Wochen später, irgendwann war rot, was ja bekannt ist als schnelles Rennen. Und ich habe dann schon gebankt und dann habe ich ihn tatsächlich jetzt noch mit 4 Minuten. Bin ich ein bisschen stolz drauf und mal schauen, wie lang es hält. Genau, und dann hast du es angesprochen, dann war im Endeffekt das nächste große Jahreshighlight Hawaii. Da lief eigentlich auch alles gut soweit. Leider hat mich dann dort im Rennen an der Zeitstrafe ausgebremst. Und ich konnte ja dann am Ende nicht um den Sieg mitkämpfen, so wie ich mir das erhofft hatte. Aber habe auf jeden Fall ja trotzdem viel Erfahrung mitgenommen. Und ich weiß nicht, der eine oder andere, der den Triathlon folgt, hat es vielleicht mitbekommen, dass Ironman beschlossen hat, die WM auch aus Hawaii wegzunehmen. Das heißt, dieses Jahr zum Beispiel starten die Männer in Nizza und nur noch die Frauen auf Hawaii. Und nächstes Jahr ist es dann genau umgedreht. Und von daher bereite ich mich dieses Jahr eben dann jetzt nochmal auf Hawaii vor und hoffe, dass ich da wieder ein gutes Rennen zusammenbringe und nicht im Penalty-Tent abhängen muss. Und freue mich aber tatsächlich auch schon auf 24, weil ich glaube, die Radstrecke in Nizza wird vielleicht sogar noch einen Tacken cooler, weil Nizza ja einfach auch bekannt ist für tolle Radstrecken, viele Höhenmeter. Und das wird auf jeden Fall auch für die Männer dieses Jahr spannend dort. Genau, jetzt hast du mir im Grunde genommen schon meine Frage weggenommen, wo ich jetzt gerade eigentlich jeden Triathleten heute so ein bisschen fragen wollte, Nizza oder Hawaii. Also für dich ist im Grunde genommen, wenn ich das so richtig verstehe, schon beides auch wichtig, oder? Also ich sag mal, Hawaii ist halt wirklich der Mythos, das ist halt das Rennen seit Jahren und du warst jetzt ja im Grunde genommen auch knapp dran. Aber Nizza ist halt eine Strecke, die kommt dir dann schon noch mal ein bisschen eher entgegen. Haben wir, glaube ich, dann. Ja, ich muss sagen, es ist natürlich schade, dass der Ironman auch aus Hawaii weggeht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich hänge da nicht emotional so sehr an dem Rennen. Es ist ein krasses Rennen und wenn man da einfach alles zusammenbringt und das Rennen gewinnen kann, ist eine abgefahrene Leistung, weil dort vor Ort einfach alles ist, was ein Rennen irgendwie schwer macht. Also Luftfeuchtigkeit, Hitze, Wind, Wellen beim Schwimmen. Also es ist einfach ein sehr schwieriges Rennen und auch sicher nicht für jeden Körpertypen gemacht. Von daher finde ich es eigentlich ganz cool, dass es eben auch auf einer anderen Strecke nochmal für Athleten eine Chance gibt. Nizza ist sicher auch ein super brutal ehrliches Rennen, einfach aufgrund von der Radstrecke auch. Ich denke gerade das Thema Drafting, was man ja auch aus dem Triathlon eben kennt, dass sich viele Gruppen bilden und man da irgendwie einen Vorteil von anderen hat, das wird da sicher weniger sein. Und ich denke gerade für uns Europäer ist es sicher ein Vorteil, halt einfach eine selektive Radstrecke zu haben, wo man eben auch mit dem Zeitfahrrad gut bergab fahren können muss, gut bergauf fahren. Und von daher muss ich sagen, freue ich mich eigentlich darauf. Es ist natürlich auch eine deutlich kürzere Anreise für uns. Man muss nicht schon Wochen vorher vor Ort sein, um sich eben zu akklimatisieren mit der Zeitumstellung und der Hitze. Ich trainiere sehr gerne auch in der Höhe und das ließe sich sicher auch hervorragend kombinieren, eben dann direkt aus der Höhe nach Nizza runter zum Rennen zu fahren. Von daher muss ich sagen, freue ich mich tatsächlich auch schon, dass ich da nächstes Jahr dann hoffentlich an den Start gehen kann.
Gehen wir so ein bisschen weg vom Triathlon. Ist, glaube ich, gar nicht so lange her. Da bist du auch noch mit etwas breiteren Reifen in Heidelberg durch den Matsch gepflügt, wie, ich glaube, die anderen beiden Athleten, die wir hier vor Ort haben. Du warst beim Crossrennen am Start. Wie kam das dazu und wird man dich da in Zukunft öfter mal antreffen? Es war ja auch wirklich ganz erfolgreich, oder? Ja, also ich muss sagen, für mich ging es da tatsächlich um nichts als außer um den Spaß und sich dreckig machen und mal den Puls richtig hochbekommen. Und alle drei Ziele habe ich sozusagen erfüllt. Es hat dann echt noch geschneit sogar am Morgen, also es waren echt spezielle Bedingungen. Du hast ja die Tanja neben dir sitzen, das fand ich echt witzig. Ich habe gesehen, dass sie auch neulich sich bei einem Crossrennen probiert hat und dann irgendwie den Start verpasst hat. Also so ähnlich ging es mir auch. Es ist halt dann doch was anderes, einfach mal nur mit Radfahren zu starten. Es war eine spontane Aktion, weil ich einfach gesehen habe, dass das Rennen in Heidelberg findet und ich es eigentlich immer cool finde, ja, wenn man einfach vor Ort die Möglichkeit hat, irgendwie bei einem kurzen, harten Rennen mitzumachen. Also ich wünschte mir, wir hätten noch mehr solcher Veranstaltungen auch in Deutschland, einfach zum Beispiel 5 Kilometer Laufserien oder eben gerade so kurze Radrennen, die man eben auch super einfach mal einstreuen kann ins Training, ohne jetzt irgendwie danach für Wochen fertig zu sein. Und ich habe tatsächlich mein Crossrad erst einen Tag vorher bekommen. Es war ein bisschen ungünstig. Und dann hat mich der Max Walscheid, der auch in Heidelberg wohnt, auf einen Proberitt mitgenommen. Da muss ich sagen, das war einer der wildesten Radausfahrten, die ich jemals gemacht habe. Der ist mit mir da über irgendwelche Spielplätze hoch und runter und ich musste, also ich hatte eigentlich das Gefühl, ich habe das Rennen schon absolviert und dann war tatsächlich der Parcours, der da am nächsten Tag abgesteckt war, ja, gar nicht mehr so schwer. Trotzdem mega coole Erfahrung, super krass, pures Radfahren, das fand ich einfach ja, extrem cool. Also der Sand, die Hindernisse, ich hätte mir als Triathletin, glaube ich, noch ein paar Berge gewünscht. Das war leider eine ziemlich flache Strecke, weil ich dann wahrscheinlich hätte mehr rennen können. So war das für mich tatsächlich echt schwieriger als gedacht, einfach da auch wieder in dem Schlamm aufs Fahrrad drauf zu springen und direkt weiterzufahren. Und was ich natürlich auch nicht wusste, dass die das ambitioniert machen, da pro Runde ihr Fahrrad wechseln, also da einfach mit mehreren Fahrrädern an den Start gehen. Da habe ich dann, glaube ich, auch irgendwann einen kleinen Nachteil gehabt, weil mein Fahrrad dann gefühlte 30 Kilo schwer war von Schlamm und Gras. Aber ja, wie ich gesagt habe, also es war ein mega spaßiges Event und ich werde auf jeden Fall nächsten Winter, vielleicht schon im Herbst beginnt ja, glaube ich, die Saison, mal noch nach ein paar anderen Rennen Ausschau halten, weil ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Radtraining und hat richtig viel Spaß gemacht. Auf tatsächlich hier in Köln ein Crossrennen. Die Community hat schon gefragt, ob André dort am Start sein wird. Ich frage einfach mal in die Runde rum. Laura, hast du Lust? Komm doch nach Köln. 5.3. Tanja ist auch am Start, wenn ich das jetzt so sage. Sag doch einfach. Nee. Aber ich bin im Trainingslager und da habe ich den Urlaub jetzt schon eingereicht. Deshalb bin ich leider nicht, aber Laura kann mich ja perfekt ersetzen. Jetzt muss ich leider mache ich am 5.3. eben den Ironman. Ja, André, jetzt fang du noch an. Ich kann mit meinem Trainer reden, ob wir nicht auf Cross umschwenken. André, hast du auch noch eine Ausrede? Vielleicht können wir da ein gutes Wort einlegen. Apropos Trainer, dadurch, dass ich ja auch im wirklich ja, engen Kontakt regelmäßig mit euch stehe, weiß ich ja, wie technikaffin ihr auch seid. Also ihr kümmert euch wirklich um das letzte Detail auch, um noch das letzte Prozent auch rauszuholen. Ihr seid immer auch auf der Suche nach dem besten Material. Als Beispiel, ich glaube 2017 warst du eine der Ersten, die ja mit Tubeless im Triathlon am Start waren. Jetzt ist für mich die Frage, ist dieser Reiz nach dem letzten Prozent, das noch rauszuholen im Material, kommt der von dir oder kommt der tatsächlich von deinem Trainer Philipp? Also wie würde es ohne Philipp aussehen? Da muss ich schon auf jeden Fall die Credits dem Philipp geben. Der ist einfach früher auch sehr viel Mountainbike gefahren, kannte sich daher auch schon länger mit Tubeless-Reifen aus und war eigentlich immer schon der Meinung, ich müsste die auch auf dem Rennrad und Zeitfahrrad fahren. Und als die Felgen das dann irgendwann hergegeben haben, war er wirklich der Erste, der mir die draufgezogen hat. Er ist sehr detailverliebt, weil wir einfach aber auch natürlich mittlerweile wissen,
gerade über die 180 Kilometer, wie viel eben die Reifenwahl, die Position und ausmachen. Also ja, wie schnell tatsächlich dann eben ein Minutenvorteil oder Nachteil eben auch bei rauskommt. Und 2017 weiß ich noch, dass tatsächlich einige uns davon abgeraten haben, diese Reifen zu fahren und ich soll unbedingt wieder Schläuche reinmachen. Und wir haben es trotzdem durchgezogen und ich habe wirklich seitdem so wenig Platten. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann die auf jeden Fall an einer Hand abzählen. Das war für mich natürlich zu dem Performance-Vorteil einfach auch ein Riesenargument, dass ich mich deutlich sicherer gefühlt habe, auch gemerkt habe, okay, dieses mit weniger Druck, Reifendruck fahren zu können, fühlt sich für mich auch viel besser an. Und so waren es eigentlich mehrere Aspekte, die zusammenkamen, weshalb ich ja im Endeffekt seitdem keine anderen Reifen mehr gefahren bin. Ja, das freut uns natürlich speziell bei Schwalbe hier sehr zu hören. Laura, ich möchte dir an dieser Stelle für deine Zeit heute Abend schon mal recht herzlich danken. Ich glaube, wir sind weiterhin sehr, sehr gut im Zeitplan. Du hast ja jetzt quasi das ganze Interview alleine geführt, was mir die Arbeit ein bisschen abgenommen hat. Vielen Dank an der Stelle. Ja, es könnte so weitergehen mit den nächsten Gästen. Vielleicht nehmen Sie sich ja ein Beispiel an, Laura. Wie gesagt, vielen Dank. Ich richte noch schöne Grüße an Philipp aus und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann die Tage mal, wenn ihr aus dem warmen Süden zurück seid. Sehr gerne, ja, viel Spaß noch und schön fleißig weiter trainieren. Tschüss, Laura. Ciao. Mach's gut, tschüss, tschüss. Ja, wie läuft's bei euch so? Seid ihr noch frisch? Am Ölen, suchst den Docht, um dich anzuzünden. Wir haben dir vorher gesagt, wir bereiten dich hier auf die Vuelta vor. Ja. Jetzt musst du da auch durch. Deshalb habe ich extra einen Unterhemd noch angezogen, damit es extra heiß wird. Hat geklappt. Gut. Paul, wie sieht es bei dir aus? Ja, soweit gut. Danke, dass du gerade immer die Luke aufgerissen hast. Im Himalaya ist es ja deutlich kälter als hier, aber du kommst noch soweit klar. Alles prima. Ich fahre hier irgendwo im Nirvana rum, tritt hier meine Watt. Das war alles gut. Ich habe gerade übrigens einen Arbeitskollegen getroffen. Also wunderbar. Alle dabei. Alle wie sieht es aus? Trinken, Essen, alles vorhanden? Handtücher noch aktiv? Super. Ihr seid alle happy? Ja, voll. Alle sind glücklich. Wunderbar. Danke. André, bei dir läuft es auch gut? Großes Blatt. Alles ist okay. So, Patrick. Schluss mit lustig. Jetzt hattest du genug Zeit, irgendwie dich auszuruhen. Es geht weiter. Auszuruhen? Ich glaube, unser nächster Gast. Ich weiß nicht. Gast oder Regie? Nee, wir haben erstmal nur einen Gast. Nur einen Gast, ja. Okay. Ja, vielleicht kommt noch jemand Zweites dazu, aber ich würde sagen, dann holen wir den. Wir schalten jetzt mal live in die Schweiz rüber, oder? Dann tun wir das mal. Patrick, also, gib Gas. Fabian, ich sehe noch nichts. Ich habe auch noch keine Rückinfo, ob Fabian schon irgendwie bei uns ist. Regie, was ist da los? Da ist er. Ah, Fabian. Schönen guten Tag. Aber wir hören dich noch nicht. Schönen guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Ja, die Kamera, die hakt noch ein bisschen, aber jetzt hören wir dich. Schönen guten Abend, Fabian. Grüezi wohl. Ja. Hallo, grüezi. Ich kann ja stundenlang zuhören. Ne? Die Schweizer haben so einen tollen Akzent. Ne? Manchmal ein bisschen langsam, aber sie kommen auch zum Punkt. Ne? Also. Wäre gut, wenn du jetzt zum Punkt kommst. Ach, nee. Meine Güte. Fabian, schön, dich mal kennenzulernen. Großes Idol meiner Jugend. Unseren Zuhörern, Zuschauern muss ich ja nicht erklären, wer du bist, was du schon alles geleistet hast. Ne? Also Hut ab davor. Und genauso wie bei jedem anderen habe ich mich natürlich hier so ein bisschen vorbereitet und mal so ein, zwei Sätze mal aufgeschrieben, die ich gerne an dich loswerden möchte, Fabian. Aber erstmal, geht's dir soweit gut? Hast du nur die Radklamotte angezogen und sitzt auf dem Stuhl oder fährst du auch ein bisschen? Also ich bin ganz ehrlich, ich habe beides. Ich habe die Klamotten an, bin zurzeit ja in Spanien beim Team und vielleicht seht ihr es da hinten, da sind ganz viele schöne Fahrräder. Und ich bin da bei den Mechanikern und habe es mir gemütlich gemacht und habe ich gesehen, dass noch so eine andere Person irgendwo anders auf dieser Welt auch so gemütlich am Sitzen ist und dachte ich, okay, komm, ich sitze doch jetzt aufs Rad, weil ich habe heute schon meine 2 Stunden absolviert und bin jetzt bei euch und freue mich und bin gespannt, was du mir für schlaue Fragen stellst. Ja, wollen wir gleich anfangen damit? Also ich habe mich, wie gesagt, eine Woche lang darauf vorbereitet. Warte doch einfach noch bis nächstes Wochenende, wir haben Zeit.
Ja, dann so, diese Sarkasmischen, ne, also das ist so, ne, Sebastian. Also, Fabian, pass auf, auch für dich, ne? 41 Jahre jung, stehst immer noch voll im Saft, fährst einige Male im Jahr bei Chasing Cancellara, tausenden von Verfolgern schon davon. Nun kommt ein Waschbär, ne, mit Birkenstockschuhen aus Kalifornien und will dich herausfordern. Oh, die Regie meldet sich auch gerade. Ja. Die Regie meldet, der Waschbär möchte sich gerne dazuschalten. Ah ja, das ist ja umso besser. Liebe dann, Regie. Dann warte noch mal, was der Waschbär zu sagen hat. Jetzt habe ich dich leider unterbrochen, sorry. Hallo. Es ist unfassbar, ne? Also. Ah, ihr müsst quer. Okay, hier bin ich. Hallo, wie geht's, wie steht's? Hallo Paul, bisher hören wir dich. Hallo Paul, wir sehen dich. Jetzt sehen wir dich auch. Ja. Oh ja, komm, die Waschbär nah, ne? Also. Wie geht's euch da unten? Hallo Paul. Ich habe mir den Hoodie angezogen. Ich bin bei meinem Kumpel Todd, der hat so eine Garage und da wird immer geswiftet. Der ist alleinstehend. Der lebt das Leben, von dem ich immer träume als Familienvater. Der hat nämlich einen Porsche, ein paar Surfbretter und dann hat er so ein verrücktes, oh, ich muss hier kurz das ausmachen. Und ich sag's, wie es ist, nach einer Sekunde habe ich aufgehört, auf dem Fahrrad mitzuhalten, weil ich es nicht hingekriegt habe, weil es mir zu schnell war und weil ich ein bisschen angeschlagen bin, deswegen habe ich mich aufs Sofa gesetzt und habe mir das angeschaut, wie ihr das da so macht und das macht ihr sehr, sehr gut. Ich bin da wie Fabian, wir können es ja mal langsam angehen und wann habe ich dich eigentlich herausgefordert? Habe ich dich überhaupt herausgefordert? Fahren wir nicht gemeinsam gegen alle anderen? Wie sind die Modalitäten von Paul, Chasing? Paul, ich muss kurz dazwischen grätschen. Verraten noch nicht alles direkt. Gibt ja einen Grund, warum wir euch beide gleichzeitig dazu geschaltet haben. Wer von euch möchte denn das Ganze jetzt mal aufklären? Ja, dann fangt mal an. Also ich sage jetzt mal kurz was. Apropos Waschbär. Ich muss Paul jetzt in den Schutz nehmen, weil ich habe Paul an Weihnachten geschrieben, dass ich schwerer bin als Paul Ripke. Und Paul, zu deiner Info, ich bin wahrscheinlich wieder leichter als du. Also das heißt, ich bin auf dem guten Wege, dass ich dorthin komme, wo ich hin möchte, dass ich eine gesunde, einen gesunden Gewichts Ausgleich habe für meine Vitalität, um unser gemeinsames Projekt, das wir da in Angriff nehmen gegen andere Challenges, die uns dann wieder challengen, weil wir haben so ein paar Themen auf dem Tisch, dass ich und Paul werden zusammen von Bern nach Andermatt fahren und wir challengen natürlich auch Supporters, Fans, Freaks, Nerds, Sick People, einfach alles, was ist, die können sich ja über Schwalbe melden und dann gibt es ein kleines Trainingslager bei Paul in Heidelberg. Dann gehen wir dann schön Eis essen, oder? Und das Eis dort kann ich sehr empfehlen bei Okay Cool, das ist wirklich top, auch der Kaffee. Kann man auf jeden Fall mal machen. Und dann trainieren wir ein bisschen und dann schauen wir dann, was dann Anfang Juli dann rauskommt, um diese Challenge, die wir beide zusammen absolvieren, aber natürlich auch die Gewinner der Auslosung. Und ich muss sagen, ich bin mega stolz, ich freue mich mega, weil Paul ist für mich ein Vorbild. Weil, nein, Paul, jetzt musst du nicht lachen. Ich bin ganz ehrlich, ich finde, was du in den letzten Jahren gemacht hast, wie du dich in die Welt des Zweirades eingebracht hast, was es verändert hat für dich, hier oben im Kopf, mental, einfach die Gespräche, alles. Und auch Botschaften für ganz, ganz, ganz viele Leute da draußen. Und das ist für mich eine Vorbildfunktion. Und ich möchte mich jetzt hier schon mal bedanken, aber ich freue mich auf das, was wir zusammen machen. Schwitzen, beißen und kämpfen. Und quäl dich, Musa, oder? Dir die das kennst du doch. Beigebracht. Das war auch was Schönes in deinem Leben, oder? Genau, also genau. Ganz kurz mal reingegrätscht. Du hast es gerade schon erwähnt, Fabian, Bern Andermatt. Für alle, die jetzt nicht in der Schweiz zu Hause sind, was heißt das in Zahlen? Das heißt, wir werden eine 170 Kilometer Strecke absolvieren, die ist von Bern nach Andermatt. Wir werden zusammen losfahren und du musst auch zusammen ankommen. Und das ist so ein Duo-Race, aber am Schluss ist es auch ein Duo-Challenge. Also es ist so etwas erleben zusammen und da hat es natürlich auch andere Leute, die fahren alleine, die fahren zu zweit. Es gibt zwei Strecken, es gibt die zwei großen Berge, den Grimselpass und den Furka-Pass und
Ja, der Furka-Pass ist einer der höchsten Pässe in der Schweiz mit 2400 plus minus Meter. 79, und, oder? Da werde dass man hat sich jemand vorbereitet. Ja, siehste. Nein, und ich und Paul werden da fahren und ja, es ist ein Mix aus allem und es ist ein Rennen, aber trotzdem ist es ein Challenge, es ist ein Erlebnis, es ist einzigartig und es ist einladend und es ist speziell und es gibt auch was zu essen unterwegs, es gibt am Schluss was zu essen, es gibt eine Medaille, es gibt auch ein Negroni oder ja, ein Bier oder wie auch immer dann. Also ich muss ja wirklich sagen, ne, also vom Paul ziehe ich da wirklich den Hut. Ich war letztes Jahr tatsächlich in Andermatt gewesen bei einem Event, bei dem Octopus Gravel. Es sollte quasi auch einen Tag bevor die Veranstaltung losging, das Chasing Cancellara dort stattfinden, aber wurde leider dann doch abgebrochen, weil es so stark geregnet und dann noch geschneit hat. Wahnsinn. Aber ich weiß auf jeden Fall, selbst unser Crafter hatte enorm zu tun, den Berg hochzufahren nach Andermatt. Aber wenn man dann einmal oben war, Sebastian, wenn du da noch nicht warst, solltest du da mal hinfahren. Es ist eine Traumgegend dort. Also das ist wirklich Hammer. Ich kann da nur schwärmen von. Ich habe den großen Vorteil, dass ich eben so wie Fabian eine Zeit lang in der Schweiz gewohnt habe. Von da an, ich kenne mich sogar ein bisschen dort aus. Aber zurück zu dir, Fabian. Jetzt ist das ja so, wie man mitbekommt, Paul hat keine Kosten und Mühen gescheut, also hat sich wirklich die großen Namen reingeholt. Also ich glaube, vor kurzem mit Jan Ulrich trainieren gefahren, mit Lance Armstrong. Er bereitet sich wirklich richtig hart auf euer Duell vor. Jetzt weiß ich ja von dir, also wir haben uns in Italien bei einem Rennen getroffen. Du bist jetzt gerade mit deinem eigenen Team, dem Team Tudor, unterwegs im Trainingslager. Wie passt das Radfahren noch in deinen Alltag? Weil du bist ja schon wirklich gut ausgebucht, oder? Ja, ausgebucht. Ich bin einfach gut beschäftigt. Ich habe, wie gesagt, das Team. Aber ich sage immer, für mich ist Fahrradfahren ein Riesenausgleich für mich persönlich. Einfach auch mental. Und darum finde ich auch, wenn man im Jahr so ein paar Highlights hat, wie jetzt die eigenen Events von Chasing Cancellara und auch jetzt auch mit Paul so ein Erlebnis. Das ist eine Riesenmotivation. Und ich denke, es ist super, sowas zu haben. Und ich schaue ganz ehrlich, dass ich für mich auch meine Stunden haben und fahren kann, weil für mich ist es wirklich einfach ganz, ganz wichtig, um auch dann wieder auch den Leuten aufzusehen, hey, mein Leben ist nicht nur, ich fahre ein bisschen Rad, das ist cool, sondern ich mache auch was damit und darum ja, ist es spannend und probiere so gut es geht, 3-4 Mal die Woche auf das Rad zu kommen, um einen guten, gesunden Haushalt zu haben, ja, körperlich, mental, fit, was auch immer und auch, ja. Jetzt ist es ja so, dass man sieht es ja auch im Hintergrund, du mit dem Team Tudor unterwegs bist. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen was zu erzählen. Genau, da sind die neuen Räder schon dieses Jahr in Rot. Was genau ist Tudor und was genau ist deine Rolle in dem Team? Ja, ich bin Team Owner, also ist mein Team und ich bin fürs Team da und hab einfach die Rolle, die ich gerne haben möchte, sondern genau die in der ich mich wohlfühle. Und zwar in diesen Situationen, wo das Team mich braucht, bin ich da. Ich will, wenn das Team dann, wenn die Momente kommen, wo dann das Team vielleicht nicht unbedingt immer auf dem Höhenflug ist, dass ich dort genau reinkommen kann, um dann auch meine Motivation noch mal reinbringen kann, weil am Schluss, wir haben einen Trainer, wir haben sportliche Leiter, wir haben ein ganzes Setup, wir haben 4 Trainer, sportliche Leiter, du hast einen Teamchef, du hast, wir haben Ärzte, wir haben Nutrition, wir haben alles, was du brauchst und dort bin ich nicht zu Hause, weil es nicht mein Thema ist, aber trotzdem mit einem Projekt, mit Tudor als Partner zu haben, ein Projekt aus der Schweiz weiterzubringen mit jungen Athleten, die Humans wieder zu leben lassen, weil am Schluss, klar, wir haben sehr viel digital heute, das ist ganz klar, aber trotzdem, ich möchte diese Mittelbalance reinfinden, dass wir auch wieder den Athleten nicht nur als Athlet, als Maschine sehen, sondern als Mensch, dass wenn einer ein Problem hat, dann sind wir da für ihn und wollen ihn einfach weiterbringen, dass dann auch wir, weil am Schluss, wir wollen Rennen gewinnen, ganz klar. Ja, wir sind auf jeden Fall super gespannt. Wir unterstützen das Team ja auch von Schwalbe aus und sind da mit im Boot und freuen uns ja, auf die Saison, die demnächst ja schon, ich glaube, im Februar anfängt, oder? In genau, Marseille? Wir haben Anfang Februar gehen die ersten Rennen los und ja, es ist super cool und ja, jetzt ist bald Ende Gelände mit Trainingslager
Und dann geht es richtig los und die Jungs sind mega motiviert, das ganze Team freut sich. Und dann geht das weiter. Ist Paul eigentlich noch da? Paul? Ja klar bin ich noch da. Jetzt. Ich bin inzwischen aufs Fahrrad gegangen. Sehr gut. Das ist ja gut. Wie ihr euch unterhaltet. Fabian Cancellara ist so ein bisschen der Niki Lauda von der Formel 1. So sehe ich dich. Der war ja wirklich wichtig fürs Team. Immer auch so ein moralischer, guter Geist des Teams. Und vor allem für die Fahrer war Niki Lauda immer sehr wichtig. Wenn die quasi jemanden brauchten, dem sie vertrauen können und so weiter. Und das war tatsächlich immer ein wichtiger, ich meine, das erfolgreichste Formel-1-Team aller Zeiten. Ich weiß, welches Radteam das erfolgreichste Radteam aller Zeiten in den nächsten 15 Jahren wird, nämlich Tudor, weil sie Cancellara dabei haben. Jetzt habe ich es ja gerade. Das ist ein Riesenkompliment, wenn einer wie Paul, wo in ich glaube, der aufstrebendsten Sportarten zu Hause gewesen ist, mit Mercedes, mit dem Team, mit Toto und auch mit Niki und alles, was rundherum ist. Ich fühle mich ja wohl. Ich glaube, das ist mein größtes Glück in meinem Leben, dass ich das machen kann, wo ich eine Erfüllung habe, wo ich Motivation habe, wo ich was weitergeben kann. Weil es geht nicht um mich. Es geht ums Team, die Jungs, die Leute, das Staff, alle die, weil am Schluss, ich will für die da sein und ihnen auch das Gefühl geben von Wichtigkeit, weil ohne Staff geht gar nichts. Das ist im Leben immer so. Ohne Familie, ohne Background und darum auch in einem Team ist es das A und O. Und die Rennfahrer, ja, junge Rennfahrer, ältere, ich bin da für die Jungs und das ist wichtig, dass ich das Bindeglied sein kann und nicht, ich bin der vorne steht und sagt, ey, das ist mein Team und ich. Ich sage immer, wir, denn Wir-Gedanke, das ist ganz, ganz wichtig. Und die Leute auch arbeiten zu lassen, ihnen diese Verantwortung, die sie haben, auch ihnen das geben und nicht immer reinreden und sagen, du musst, du sollst, weil am Schluss verlieren sie das Vertrauen und ich will das weitergeben. Und das ist auch das, was das ganze Fahrrad betrifft und auch das mit Paul, das Projekt mit Paul, ich freue mich und was Paul macht mit Suples, ich finde das gigantisch und er ist halt jetzt ein bisschen viel in Amerika, aber er hat ja Training gehabt mit, wie gesagt, Rick Zabel, Jan Ullrich, Lance Armstrong, also Paul, you the man. Ich ganz kurz mal nebenbei, ich habe gerade mit, am fittesten war Rick. Paul, ganz kurz, ich habe gerade mitbekommen, dass die Strecke schon absolviert wurde. Es kam auch eine Frage von dem lieben Frank aus der Community, wie es denn jetzt weitergeht. Ihr fahrt einfach bitte weiter, ganz entspannt. Ne? Betone nicht auf entspannt. Ja, André, du darfst weitertreten. Ne? Es pausiert schon seit 5 Minuten. Also, ihr könnt ruhig weiterfahren. Paul, ich wollte dich nicht unterbrechen. Führ bitte fort. Ist André denn auch noch am Start? Fährt er hier noch mit? Beste Grüße. André pausiert gerade, aber er ist am Start, ja? Auch liebe Grüße von mir an André. Nein, ich wollte nur erzählen, ich habe vergessen, was ich erzählen wollte. Ich glaube, ich wollte sagen, dass wir ja diese Challenge haben. Also wir haben ein Team Suples und da kann man ja jeden Monat mitmachen. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht. Da haben wir eine Reise nach Kalifornien gemacht und haben das dann hier trainiert. Und es war eine gute Woche. Dieses Jahr machen wir ein bisschen mehr in Europa. Das Ergebnis, aber wir haben quasi 4 Tickets, Januar, Februar, März und dann nochmal eine Wildcard von Leuten, die wir dann einladen zu einer Rennradreise und das hat Fabian vorhin erzählt, wir machen ein kleines Trainingslager in Heidelberg, ich werde auch mal ein bisschen grillen und also es sind ganz lustige Sachen, das kann man alles auf der Paris Suples Challenge Seite sich anschauen, es bringt immer total Bock, weil es ja andere, weil wir sind so ein bisschen die Misfits, wir sind die Outlaws, so wie ich ja nicht so richtig hinpasst. Und das wollte ich erzählen, dass Rick Zabel war mit großem Abstand der fitteste von den gerade eben genannten auf dem Fahrrad. Also die Trainingssituation von Ulle und Lance und den anderen allen ist auf jeden Fall nicht auf dem gleichen Level wie Rick. Der hat sich am meisten gelangweilt, wenn er mit mir Fahrrad fahren war. Aber wir versuchen hier uns fit zu halten und ich versuche irgendwie dahin zu kommen. Aber ich glaube, es ist eine lustige Challenge. Gut, ne? Und es wird einfach ganz, ganz cool. Also bisher, ich habe schon ein paar Bewerbungen gesehen. Wir haben da auf jeden Fall lustige Leute dabei. Die sind alle so ein bisschen out, so wie ich. Also ich bin ja auch, ich guck mich an, ich sitze mit einem Hoodie, jetzt wird mir langsam heiß. Wenn ich mich aufs Rad gestellt habe, war richtig dumm. Jetzt fange ich an zu schwitzen. Aber grundlegend ist es so, dass wir da ja nicht so die sportlichen Superstars suchen, sondern eher so coolere, interessante Leute. Und das bringt auf jeden Fall was.
Also das kann ich auf jeden Fall nur unterstreichen. Definitiv. Definitiv. Ne? Also Paul, ich durfte dich ja dieses Jahr in Herten kennenlernen. Ich bin da. Hört ihr uns? Ja, ne? Ja. Also ich durfte dich ja, Paul, kennenlernen dieses Jahr in Herten bei den Gravel Games. Und ich muss wirklich sagen, jeder, der noch zögern und überlegt, ob er denn da mitmachen soll, dort eine Bewerbung hinschicken, macht es ruhig. Also der Paul ist da wirklich, er gibt da Vollgas. Es gibt so viel zu lachen immer mit ihm. Also und ja. Ich glaube, ich habe sogar Paul letztes Jahr in Herten auch kennengelernt, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bei den Gravel Games, richtig. Genau. Die wollte ich eröffnen, die Gravel Games, durfte ich dann aber nicht. Da hatte ich schon so eine perfekte Rede vorbereitet. Und dann ist der Hertener Bürgermeister, ist mir dazwischen gekriegt. Das hätte ich angemessen gefunden, dass ich die Gravel Games eröffne. Haben sie aber nicht zugelassen. Das ist ja unerhört. Eine Niederlage, ich würde sagen, da sprechen wir dann für nächstes Jahr nochmal drüber. Ja. Bist du denn nächstes Jahr wieder am Start? Oder wie sehen die Daten da aus? Ja. Na klar, Gravel Games ist fester Bestandteil. Coachella und Gravel Games, das sind die zwei Sachen, die ich immer mache. Okay, und was steht da noch so, ich sag mal, bei uns hier in der Region an, also in Deutschland, Heidelberg, rum die Ecke? Wo findet man dich? Wir machen ein paar Rides. Da muss man einfach Paris the Place auf Insta folgen. Das ist ja unser Radclub. Und wir haben Hoodies jetzt, wie man sieht. Die gibt es nur zu gewinnen oder nur auf den Ride selber. Wir haben ein paar T-Shirts und wir haben verschiedene Sachen. Wir machen damit da weiter, wo wir letztes Jahr aufgehört haben. Und das war wirklich ganz großartig. Es hat voll Bock gebracht und genau damit weiter. Ja, jetzt bekommen wir gerade aus der Regie irgendwie die Nachricht, dass unser Fernseher sich gleich automatisch abschaltet. Wir fahren einfach schon viel zu lang, aber wir haben noch 40 Minuten. Und wir haben noch ein paar interessante Gäste. Wir haben noch ein paar interessante Gäste, ja. Sollten wir jetzt nicht. Wie sieht's denn jetzt bei euch beiden genau aus? Fabian, wenn ich das richtig verstanden habe, du bist quasi schon halb auf dem Rückweg zurück in die Schweiz. Paul, bei dir, was steht an? Ich bin jetzt heute, meinst du? Ja, also generell die nächsten Tage. Wie sieht dein Training aus? Ich hatte eigentlich, ich bin ein bisschen angeschlagen. Ich weiß, billige Entschuldigung, aber ich war ein bisschen krank und weiß noch nicht ganz genau, was ich mache. Ich wollte eigentlich so einen Coastal Ride machen. Das ist von San Francisco nach Santa Barbara. Morgen, Sonntag und am Montag ist aber abgesagt worden, weil es mehrere komische Erdrutsche gab. Und dann ist es leider komplett abgesagt worden und es regnet wie Sau gerade in Kalifornien. Ja, das ist hier im Bergischen auch der Fall. Also hier regnet es seit Tagen dauerhaft. Ein paar Tage noch warten, ne, dann kommt der Rhein auch nach oben. Ne? Also es ist wirklich unglaublich viel Wasser, was hier runtergekommen ist. Noch vorhab die nächsten Tage, aber irgendwas werden wir schon machen. Irgendwas Radmäßiges, vielleicht ein bisschen Laufen, aber irgendwas Sportmäßiges. Und dann kommt hoffentlich das kalifornische Wetter, weil sonst macht es keinen Sinn, hier zu wohnen, wenn das Wetter so scheint. Gut. Ja. Patrick, was sagt die Agenda? Die Agenda? Ich würde sagen... Meine Agenda, wisst ihr, was meine Agenda sagt? Seht ihr das hier? Jetzt gerade leider nicht. Moment, jetzt sehen wir dich. Oh ja, wir sehen dich wieder, ja. Das ist cool. Ich habe um 19:30 haben wir Riders Meeting, das heißt... Tag besprechen, den Tag für morgen besprechen, weil morgen haben die Jungs wieder Training und ich gehe da mit. Und von dem her, ja, das ist mein Programm. Ja, aber Fabian, dann sag doch mal, was steht denn morgen auf dem Programm? Ich habe Riders Meeting jetzt. Tschüss, Leute. Ja. Ciao, Paul. Tschüss, Paul. Ciao, Paul. Tschüss, danke. Tschüss. Wir sehen uns gleich im Riders Meeting, ne, Fabian? Ja, ist gut. Danke. Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss. Fabian, zu dir. Was steht morgen auf dem Plan? Ja, wir haben ja verschiedene Gruppen und die haben einen Laktattest. Also ich gehe morgen mit dem Devo-Team, weil wir haben noch ein Devo-Team, Nahrungsteam U23. Da haben wir, die machen einen Laktattest und ich habe gesagt, ich mache da auch mit. Einfach ja, dabei zu sein mit den Jungs und auch nicht zum Schauen, wie gut oder wie schlecht ich bin. Es geht einfach mehr darum, Teil vom Team zu sein, weil ich bin ja da und mit den Jungs zu sprechen, guten Austausch zu haben. Und ja, das Team so, wie Paul es gesagt hat, da zu sein für das Team und ich freue mich. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, dann sind wir soweit durch. Ja. Dann Fabian, wollen wir dich jetzt auch nicht vom Riders Meeting abhalten. Viel Spaß morgen beim Laktattest und ja. Bestell ganz liebe Grüße ans Team, würde ich sagen. Ja, oder? Das Team. Ja? Danke, also viele Grüße an das komplette Team von unserer Seite aus und euch morgen einen schönen warmen Tag.
Ja, haben wir. 20 Grad wahrscheinlich. Das klingt sehr gut, besser als hier. Super. Ja, nein, danke euch. Danke euch und das ganze, ja, ganze Schwalbe-Team und natürlich auch an alle Gäste. Und ich habe gesehen, da ist Georg, ist immer noch auf dem Rad. Ey, einer, der sportlich ist, nicht so wie ich und Paul. Aber ich denke, das ist ja das Coole, einfach mal etwas anderes zu machen. Und ihr macht das super. Und vielen, vielen lieben Dank für den Support, den ihr macht für uns, fürs ganze Team. Und natürlich nicht vergessen, Cycling Porn is always on mit dem weißen Speziallauf. Super. Ja? Damit kann, glaube ich, nichts schiefgehen, oder? Auf gar keinen Fall. Gar nicht, gar nicht. Tschüss. Gut, Fabian. Mach's gut, Fabian. Ciao. Tschö, tschö. So, Patrick, so, Agenda. Wo sind wir? Wo Agenda. Stehen wir? Warte mal, da muss ich mal kurz hier rüber gehen. Jungs und Mädels fahren noch. Hm. Seid ihr noch alle soweit versorgt? Habt ihr alles Essen, Trinken? Wie bitte? Ich bin kein Kamel. Wasserträger. Wir brauchen einmal Wasser. Sebastian, ich bin dein Wasserträger. Gib her, komm. Ich mach das schon. Reicht für den André aus. Ne? Ja. Aber guck mal, du kannst das gleich weiterreichen. Ansonsten haben wir jetzt noch auf dem Plan als nächstes die Speed Company. Speed Company. Company Speed. Ja, Racing. Weiß nicht, ist Georg schon in der Leitung? Wir hören, Georg ist schon in der Leitung. Ja, dann würde ich sagen, liebe Regie, schaltet ihn uns mal rein. Ah, auf der Rolle. Mal einer, der fleißig ist von der Kamera, hervorragend. Also. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, das ist wirklich eine Premiere bei mir. Ich bin eigentlich nicht so der Swift- und Rolle-Fan. Also von dem her, ganz kurz den Spaß. Kurze Frage zum Start. Ich bin heute schon hier auch ein bisschen Rolle gefahren, als wir hier so ein bisschen die Technik ausprobiert haben. Und ich hatte auf meiner Rolle das Mountainbike. Wenn ich es richtig an der Armposition sehe, du sitzt auch auf dem Mountainbike, oder? Ja, genau. Also, ja, er sieht mir jetzt schlecht, aber... Ja, man hat es gesehen. Lässt erahnen, dass es ein Mountainbike-Lenker ist. Was ja im Grunde genommen... Tada. Sehr gut. Was ja auch im Grunde genommen schon... André nimmt gerade sein Rad auseinander. Ja, das ist natürlich... Ich sehe auch was immer, im Grunde genommen ja auch schon so ein bisschen beschreibt, was du eigentlich machst. Also wir hatten bis jetzt mit Laura Philipp eine Triathletin. Wir hatten jetzt gerade eben Paul und Fabian. Was sind Paul und Fabian? Fahrradfahrer. Coole Menschen und Coole Menschen, Fahrradfahrer, genau. Jetzt haben wir mit dir den ersten Mountainbiker und ich würde sagen, aktuell mit deinem Kollegen Lukas die zwei erfolgreichsten deutschen Mountainbiker, oder? Wenn man sich so das letzte Jahr anguckt. Ja gut, Mountainbike ist erstmal ein ganz, ganz komplexes Thema. Also da gibt es natürlich die Downhiller, mit denen wir uns natürlich gar nicht vergleichen können. Wir sind halt Marathon-Racer, beziehungsweise auch im Cross-Country unterwegs, was ja die olympische Mountainbike-Disziplin ist. Und vor allem im Marathonbereich bzw. im Stage Racing, da haben wir ja letzte Saison schon ordentlich abgeräumt. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also an der Stelle mal kurz erwähnt, ihr habt das Cape Epic gewonnen, was ja im Grunde genommen sowas ist wie die Tour de France der Mountainbiker, sagt man, glaube ich, so schön. Und dazu noch zahlreiche andere Stage Races, oder? Ja, genau. Also es waren, glaube ich, 5 Stage Races, was ich... Also die meisten mit dem Lukas zusammen, was wir gewonnen haben, unter unserem neuen Namen. Also Speed Company Racing ist im Endeffekt unser eigenes Projekt. Wir sind im Endeffekt, so wie Fabian Cancellara, für und heute gleichzeitig, sprich Athleten und gleichzeitig auch Teammanager. Und das ganze Team ist im Endeffekt vor einem Jahr auf Lukas und meinen Mist gewachsen. Jo, und jetzt sind wir da, wo wir sind. Und haben doch schon das ein oder andere Rennen gewinnen können. Georg, gerade kam aus der Regie, wir haben eine Frage an dich. Ja. Und zwar lautet die, fährst du dieses Jahr das Cup Epic wieder? Wenn ja, wer ist dein Teamkollege? und Teamkollege wird wieder Lukas Baum sein. Also es hat das letzte Mal so gut funktioniert und wir sind nach wie vor bei Speed Company Racing ein Zweier gespannt. Also wir machen weiterhin erstmal zu zweit unser Ding. Im Mountainbike-Bereich muss man nicht eine riesengroße Mannschaft sein wie beim Rennradfahren, wo es dann irgendwie 30 Leute plus Staff sind. Wir sind zu zweit unterwegs, haben jetzt auch in diesem Jahr endlich mal das Budget, um einen Mechaniker und einen Physio mitzunehmen. Das war im ersten Jahr schon ein bisschen zäh, aber da mussten wir halt durch. Also wie gesagt, ich glaube am Anfang muss man immer ein bisschen improvisieren und in Vorleistung gehen und mittlerweile läuft es aber und jetzt können wir Vollgas geben.
Ich glaube, da gibt es auch ganz coole Insights. Ihr habt ja inzwischen auch euren eigenen Podcast. Wenn ich mich recht entsinne, ist die erste Folge kurz vorm Cape Epic rausgekommen, oder? Damals noch ja, so ein bisschen. Genau, wir haben das zusammen mit dem eigenen Team alles so ins Rollen gebracht. Also Podcast, immer berufsbegleitend, sage ich mal. Wir machen oft Spezialfolgen nach Wettkämpfen oder manchmal auch einfach nur Trash Talk oder halt was Athleten so durch die Birne geht. Auch so im Trainingsalltag oder allgemein, wie wir unseren Alltag managen. Ja, das Ganze, der Podcast heißt Speed Company Radio. Läuft auf Apple Podcast und auf Spotify und kommt je nachdem, wie kaputt wir sind, wöchentlich oder auch seltener raus. Okay, also ich kann an der Stelle, kann ich dann auch, ich glaube, die ersten Folgen wirklich empfehlen, als ihr so ein bisschen über das Projekt Cape Epic gesprochen habt. Also wenn ich mich recht entsinne, war das halt auch damals kurz davor, wo ihr überhaupt nicht wusstet, was da auf euch zukommt, ja. Als absolute Neulinge da nach Südafrika gereist. Im Grunde genommen ja, David gegen Goliath gespielt, ne? Genau, also wir haben eigentlich das Rennen gar nicht auf dem Plan gehabt, was ja eigentlich auch geistesgestört ist, weil normalerweise ist es der Höhepunkt eines jeden Radfahrers und es wird monatelang oder jahrelang darauf hingearbeitet. Wir haben natürlich trotzdem trainiert, aber hatten das halt eigentlich vom Budget her als nicht möglich erachtet. Dann hat uns aber unsere gute Form im Frühjahr den Strich durch die Rechnung gemacht und wir haben schon mehr oder weniger alle Top-Favoriten geschlagen bei den Vorbereitungsrennen. Und dann haben wir gesagt, okay, an dem Punkt müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen und da halt anreisen, auch wenn es im ersten Moment finanziell eigentlich gar nicht möglich ist, beziehungsweise halt aus dem eigenen Portemonnaie bezahlt werden muss und nicht aus der Teamkasse bezahlt werden kann. Aber das hat sich auf jeden Fall doppelt und dreifach gelohnt. Das heißt, ihr steht jetzt für nächstes Jahr als die Titelverteidiger schon bereits auf der Startliste, oder? Ja, was es wahrscheinlich aber nicht einfacher macht, aber ist so, genau. Das dürfte der Fall sein, ja. Genau. Patrick, hast du noch eine Frage? Ich bin halt von diesem Rennen Cape Epic echt beeindruckend. Ne? Also ich saß selber sehr wenig in meinem Leben auf dem Mountainbike und ziehe da echt nur den Hut vor. Aber jetzt habe ich tatsächlich mal so eine Frage, wie seid ihr denn dazu gekommen? Überhaupt an dem mit dem Rennen zu starten? Also mit dem Mountainbiken insgesamt oder mit dem Cape Epic? Mit dem Cape Epic. Boah, das ist war halt das so immer ein Traum von euch also gewesen, dort an dem Start zu stehen oder sagen, ach komm, wir machen das jetzt einfach mal? Ja gut, als kleiner Knirps, als ich das erste Mal auf dem Mountainbike saß, da hatte ich natürlich gar keinen Plan, was das überhaupt für ein Rennen sein soll. Und ich bin dann auch eher über die Kurzdistanz, also über die Cross-Country-Rennen, gekommen, sag ich mal. Ich bin aber auch immer schon ein bisschen Straße oder auch Cyclocross gefahren, also eher mehr Cyclocross. Aber Mountainbike war halt das, was mir immer am meisten Spaß gemacht hat. Und ich habe im Endeffekt dann über die Jahre hinweg halt meine Tendenz zum eher ausdauerlastigen Rennsport als zum spritzigen 1,5 Stunden Cross-Country-Rennen entdeckt. Und dadurch hat sich das einfach so ergeben, dass wir dann halt Lukas genauso eigentlich von der Veranlagung her auch eher Ausdauertyp und nicht so der Ein-Tages-Rennfahrer, sondern umso mehr Tage in Folge, umso besser liegt uns das Ganze. Und ja, dann haben wir uns halt da quasi neu entdeckt in diesem Jahr und haben gemerkt, dass es halt über 8 Tage dann umso besser für uns funktioniert. Und ja, jetzt sind wir halt mehr oder weniger immer öfter auf Etappenrennen unterwegs und nicht mehr so viel auf Ein-Tages-Rennen. Hashtag, wo ist Lukas? Lukas ist heute auf einer Sportlerehrung. Ah, okay, also er hat eine quasi Entschuldigung. Ja, genau. Erzähl aber uns nochmal ganz kurz. Normalerweise ist aber Lukas derjenige, der immer Rolle fährt und ich kämpfe mich draußen im Winter ab. Also, okay, dann tatsächlich heute Premiere. Aber erzähl uns doch nochmal ganz kurz, wo befindet ihr euch denn in der finalen Vorbereitung? Also seid ihr schon wirklich so knapp vorm Rennen? Wann ist das Rennen? Nochmal für die Zuschauer, wie sieht eure Vorbereitung gerade aus aktuell? Weil ihr wohnt ja auch nicht zusammen im selben Dorf, sondern ihr wohnt nicht mal im selben Land. Nee, genau. Also Lukas, wir sind halt im Endeffekt ein bisschen gebunden durch unsere Freundinnen und die sind jeweils noch am Studieren und haben da halt ihre Studienorte. Und wenn wir halt Zeit mit der Liebsten haben wollen oder da sein wollen, dann müssen wir halt sein, wo unsere Freundinnen sind. Deswegen bin ich viel in Würzburg und Lukas viel in Lyon.
Sprich, wir sind schon mal gute 10 Stunden oder 8 Stunden Autofahrt voneinander entfernt. Ja, und eigentlich machen wir mehr oder weniger. Lukas ist auch manchmal noch in Andorra, weil seine Freundin aus Andorra stammt. Das ist eigentlich auch ganz praktisch, wegen Höhentrainingslager. Aber deswegen machen wir mehr oder weniger die Vorbereitung individuell und tatsächlich auch recht unspektakulär, ohne viel Trainingslager und so weiter. Ich habe eine kleine Tochter und will halt den Winter auch nutzen, um ein bisschen daheim zu sein und abzuschalten, so gut es geht. Also halt ein bisschen runterkommen von dem stressigen Rennalltag, der dann den ganzen Sommer stattfindet. Ja, ich würde sagen, von unserer Seite aus wünschen wir euch alles, alles Gute für die Titelverteidigung. Wir werden das, glaube ich, auch alle ziemlich gespannt vom Bildschirm verfolgen. Ja. Tanja guckt jetzt schon. Zeitpunkt ist 19. bis 26. März. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, fahren jetzt dann in 2 Wochen startet das erste Vorbereitungsrennen und dann fahren wir noch 2 Etappenrennen im Vorfeld und im März geht dann die Post ab. Ja, dann wie gesagt, von unserer Seite aus viel Erfolg, viele Grüße an Lukas und dir vielen, vielen Dank für deine Teilnahme heute Abend. Vielen Dank. Ja, danke auch. Ciao. 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 Patrick, wo bist du? Patrick? Ja, ich bin schon genau hinter dir. Patrick, genau hinter dir. So, also wie ist denn eigentlich der Stand hier so aktuell? Ja, ich sehe die ganz viel oft am Telefon rumspielen. Ne? André fährt gerade K3. Das macht er schon seit 10 Minuten. Ne? Also Tanja hat sich den Lenker abgebaut, sie fährt eigentlich auch nur freihändig. Erik ist auch fleißig am Strampeln. Ne? Die Luft wird doch langsam ein bisschen kühler hier drinnen. Ne? Oder? Wir nähern uns der Sierra Nevada. Wir haben keine Kosten und Mühen für dich gescheut, Erik. An den Erik habe ich bei ihm eine Frage. Und zwar, welche Rahmengröße fährst du? Wie groß bist du? Ja, ich bin 1,73 und meistens einfach das Kleinste, was es gibt. Also sieht auf jeden Fall sehr, sehr passend aus. Ja, das ist 49, glaube ich. Okay, ja. Ja, jeder, der das nicht sehen kann, nee, Quatsch, das stimmt nicht. Die Rahmen, das ist das Rose X-Lite 6 und die... Die neuen Rahmen fallen sehr klein aus. Ich glaube, das ist 53, ne? Ja. Und dann gibt es noch eins kleiner. Ja, aber schön, dass du das jetzt auch nochmal weißt, ne? Für dich selber. Ja. Ich hab's ja schon, da brauche ich das nicht mehr wissen. Ne? Jeder, der das nicht sehen kann, er fährt ein Rose. Welches Modell ist das, Erik? X-Lite 6, wie ich gerade sagte. Entschuldige. Ja, richten wir das Wort mal wieder hier rüber. Aber Ich glaube, die Tanja hat auch fast einen Radwechsel vor sich. Ja, stimmt. Das wurde mir vorhin mitgetragen. Erik hatte so viel Zeit, um einfach mal so in die Community zu schreiben, sag mal, Tanja hat doch den nächsten Radwechsel vor sich. Schieß mal los, was wird es denn? Darfst du es schon sagen? Ich glaube, das ist noch Top Secret, oder? Wirklich? Ich weiß nicht, aber ich glaube schon. Ich weiß es auch nicht, also... Dann machen wir jetzt einfach ein riesen Geheimnis draus, so wie das quasi irgendwie im Transferfenster immer ist. Ja. Die wissen es, aber wir dürfen halt einfach leider nicht drüber sprechen. Das tut uns echt leid. Ich muss wirklich sagen, ich weiß es tatsächlich nicht. Ja, das ist schlecht vorbereitet. Ich glaube, die meisten Podcast-Hörer können sich schon denken und wissen es eigentlich auch schon. Aber alle anderen... Also, ja, deinen Podcast muss ich mir tatsächlich dann doch jetzt mal demnächst mal anhören. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Nur das mit der Polizei hat schon gereicht, aber das hat sich rumgesprochen. Ja. Das ist halt, das fliegt dann mal so um die Ohren. Ja, ne? Ja. Ja, Sebastian. Wen haben wir denn eigentlich heute noch so? Ich dachte, das verrätst du mir. Ja, du hast dich vorbereitet. Ich stehe nur neben dir, ich mach die Co-Moderation. Früher habe ich eigentlich abgeschrieben. Also. Und Sebastian Kienle wartet doch jetzt. Sebastian Kienle, ich weiß nicht, was sagt denn die Regie? Ist Sebi schon am Start? Glüht er schon? Ich glaube, ich nutze die kurze Gelegenheit mal für einen kurzen Snack. Wie sieht es bei dir aus? Sonst kriegen wir gleich einen Hungerast. Was brauchen wir denn da? Du hast was Tolles mitgebracht. Ja, komm, hier, lass mal so ein Endurance. Endurance. Power sparen. Dürfen wir die Marke sagen, von was wir hier eigentlich essen? Weiß ich nicht, ich halte sie einfach in die Kamera. Okay. Dann halt sie mal richtig hin. So, warte mal. Auf jeden Fall wie eine ganze Mahlzeit. Ja. Dann hatte ich heute schon mehrere Mahlzeiten. Oh, ich sehe da drüben, das ist eher so mein Teller. Haben wir eigentlich auch mal. Wir kriegen gerade die Info, dass Sebastian Kienle schon
am Start ist, allerdings seine Kamera noch nicht eingeschaltet hat. Und in der Zeit nutzen wir zwei Hübschen mal kurz die Gelegenheit und gehen mal hinter unsere Wand und schauen uns das mal an, wie es denn in der Regie aussieht. Das heißt, der Kameramann, ich weiß gerade gar nicht, wo er ist. Ja, Sebastian Kiene ist jetzt inzwischen auch da. Nein, Abbruch. Abbruch? Ne? Ich darf also nicht. Wir bleiben jetzt doch bei unserem Thema. Dann bleiben wir hier. Komm. Ich habe doch gesagt, ich habe mich vorbereitet. Bleib stehen. Ich bin nur der Co-Moderator. Ne? Dann mach mal. Sebastian. Also der andere, der Kiene. Ach, oh. Ich glaube, er hat kein Fenster in dem Raum, wo er fährt. Oder er ist dann doch kurz ausgerutscht. Aber wir haben leider nur Standbild. Ja. Oh. Ja, Patrick, ist mal was hier. Großes Stück hier. Aber nicht mit vollem Mund sprechen, bitte. Ja, dann fang du mal an aufzuessen, weil ansonsten ist ja gleich Totenstille. Ich darf das. André, du bist so ruhig. Alles okay bei dir? Ich höre euch zu. Ah, toll. Ich sehe André schon hinter mir anfliegen. Ja? Das wäre schon die doppelte Runde, oder? Ich habe mich vorhin ausgelockt. Aus Versehen. Und dann wird mir gesagt, dass ich weiter fahren soll. Aber ich bin wieder bei der Tanja. Also, ich bin bei Tanja. Ich bin von Paul. Ich probiere es mal dran. Die Riegel sind wirklich Hammer, ne? Sebastian. Sebastian? Haben wir mittlerweile wieder eine Verbindung zu Sebastian? Bitte? Sebastian, ich höre gerade, wir haben kein Bild von dir. Ich weiß gar nicht, wo es gerade liegt. Der ist wahrscheinlich in der Heimat, da gibt es nicht so gutes Internet. Nee, Sebastian ist in der Sonne. Ach wirklich? Ja. Da ist er. Ah. Also wenn er das nicht gezeigt hätte, hätte ich gedacht, er ist unter der Dusche. Du hattest mitbekommen, dass wir nur 2 Stunden fahren und nicht 5. Also wir hatten zwar kurz vorhin über 5 Stunden mit Tanja gesprochen. Mir war von Anfang an klar, 4 Runden Hilli-Loop. Bei Swift schaffen wir die 2 Stunden auch locker in 1 Stunde. Okay, gut. Sebastian, wie geht's dir? Also, abgesehen von jetzt gerade. Nee, mir geht's super. Jetzt bin ich ja gerade noch Triathlon hoch 10. Also das heißt, natürlich oben ohne. Aber gleich ziehe ich auch wieder meinen schönen Hoodie an, bin dann misfit und cool. Und dann gehe ich zum Buffet. Und lassen wir ein bisschen auf den Teller gucken. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Jetzt liegt Hawaii noch gar nicht so lange zurück. Hawaii war bei dir das absolute Highlight, glaube ich, dieses Jahr, kann man mit Fug und Recht behaupten. Jetzt geht es aber bei dir in eine ganz andere Richtung. Erzähl uns mal, was dieses Jahr bei dir auf der Menüliste steht. Naja, also erstmal geht es eigentlich genau in die gleiche Richtung. Also du bist weiter ein Triathlet, klar. Ich bin weiter Triathlet und das geht nach Neuseeland, also auch Ozeanien, wo dann meine letzte Saison als Profi-Triathlet losgeht. Genau, ich werde dieses Jahr keine WM mehr starten. Auch wenn einige gedacht haben, ich hätte gesagt, ich starte nicht mehr in Kona. Und nachdem die WM jetzt tatsächlich nach Nizza vergeben wird, dass ich leider nochmal starten würde. Aber nein, ich werde einfach ein bisschen Cherry-Picking betreiben und die Rennen machen, wo ich eben schon immer mal machen wollte. Und das geht los mit Challenge Wanaka und dann Ironman Taupo. Jetzt hast du es gerade selber schon angesprochen mit dem Ironman oder der Ironman-Weltmeisterschaft für die Männer in Nizza. Ich habe vor, ich glaube, 3 oder 4 Tagen den ersten Teil deiner neuen Videodokumentation gesehen. Da steht da Ironman Nizza noch drauf. Ist das dann ein anderes Event oder was muss man sich dann darunter vorstellen? Oder ist es jetzt einfach wieder weggemarkert? Nee, das war ja vor allem mal so die Brainstorm-Liste, wo eigentlich alle Rennen mal drauf gekommen sind, wo ich halt auch Bock habe. Aber ich sag mal, aus gesundheitlichen Gründen und auch aus zeitlichen Gründen sind mehr wie 2 Ironmans an einem Wochenende einfach schwierig. Naja, also Spaß beiseite, ich glaube,
Ich habe die Saison schon relativ vollgepackt und alles an geilen Rennen, was ich gern machen würde, geht leider nicht. Deswegen, genau, habe ich mir die absoluten Highlights rausgesucht und hoffe, dass mein Körper noch ein Jahr mitmacht und mir das erlaubt, nochmal da auch richtig auf den Hut zu hauen. Du hast das Thema jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, Charity. Kannst du da schon ein bisschen was Genaueres zu sagen? Also ich weiß sogar schon so, um was es ungefähr geht, aber kannst du uns da mitnehmen? Also mich und den Rest der Community hier? Mitnehmen, das ganze Jahr wird teuer für euch. Also ich glaube, die Flüge, wenn ich mir die aktuell so anschaue, wird schwierig. Aber wir können trotzdem teilhaben. Und zwar, es wird 5 Special Editions geben. Scott ist da ja nicht ganz so restriktiv wie manch andere Hersteller und macht auch mal eine geile Sonderedition für einen Athleten. Und alle Papas sind damit an Bord. Und wir werden dann das über ein Losverfahren, so dass wirklich jeder eine Chance hat, werden wir diese dafür einen guten Zweck verlosen. Die werden dann jeweils auch so ein gewisses Thema abdecken von der Region, wo ich dann das Rennen machen werde. Jetzt am Anfang in Neuseeland wird es vor allen Dingen darum gehen, da Kinder die Möglichkeit zu geben, ein bisschen was über die Meere, die Ökosysteme zu lernen, denen auch mal die Möglichkeit geben, raus aufs Meer zu fahren zum Beispiel. Und dann kriegt man eben hautnah mit, was es bedeutet, wenn man eine Plastiktüte wegschmeißt und dann so eine grüne Meeresschildkröte dran krepieren muss. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber das soll jetzt keine Schocktherapie werden, sondern ich glaube einfach eine ganz gute Sache. Und dafür werden dann die Räder jeweils versteigert. Wo bekommen wir denn dafür die Infos? Das heißt, was muss ich machen, um so ein Rad zu bekommen? Also außer wahrscheinlich ein bisschen Geld auf den Tisch legen. Ich habe es am Schluss nicht ganz richtig gesagt. Also die Räder werden nicht versteigert, sondern die werden eben verlost. Man kann Lose kaufen. Das Ganze wird natürlich über alle meine Kanäle und noch möglichst viele andere dann entsprechend bekannt gegeben. Wir werden euch den Mund etwas wässrig machen, ob der geilen Räder. Und da wird auf jeden Fall Bikeporn am Start sein. Und ich werde dann rechtzeitig das verkünden. Über V-Price werden wir das Ganze dann an den Mann und die Frau bringen. Ja, das klingt auf jeden Fall sehr gut. Also von unserer Seite aus hast du da die Unterstützung und ich bin gespannt, was da auf jeden Fall an Rennen auf dich zukommen wird. Jetzt sprechen wir mal so ein bisschen über die Karriere nach der Karriere. Also wir hatten das ja gerade eben auch schon mit André ein bisschen das Thema. Der wird jetzt Cross-Profi. Tanja macht was Vernünftiges. Wie sieht's bei dir aus? Was ist 2024 geplant? Ja, ich renne den Trends auch hinterher. Bosser-Verschwörung hat mich auch schon voll in den Bann gezogen. Zur Frage, wie man 5 oder mehr Stunden auf der Rolle fahren kann, da kann ich einfach nur sagen, zum Glück gibt es jedes Wochenende mindestens 3 Crossrennen, die man sich anschauen kann. Also ist gerade eine ziemlich geile Zeit. Das sorgt bei mir auch dafür, dass ich auch in PortAventura ab und zu mal auf die Rolle setze. Und ich werde einen Soft-Exit machen und wie André es auch schon gesagt hat, ist ja nicht ganz so gut, einfach von 100 bzw. 35.000 auf 0 zu fahren und dementsprechend als Resozialisierungsmaßnahme werde ich auch ein paar Crossrennen fahren, ein paar Gravelrennen fahren und ein paar Gravelrennen. Geschichten dazu erzählen. Das heißt, ich habe dich demnächst im Rückspiegel und muss mir dann Sorgen machen. Nee, musst du ein Fernglas besorgen, Junge. Spaß. Also vor 2 Jahren hätte ich tatsächlich noch gesagt, jawohl ja, mein Ziel ist es irgendwie anbauen zu gewinnen oder so. Die Welt dreht sich schnell, die Räder drehen sich noch schneller und dementsprechend, also Anbauensieg wird es nicht mehr werden wahrscheinlich. Aber ich fahre dir vielleicht dann die erste Welle fahre ich dir dann an, die erste Asphaltblase. Da kannst du noch an mein Hinterrad und da musst du selber schauen. Und wie gesagt, dann, wenn du mich dann überrundest, da habe ich noch eine Flasche für dich.
Alles klar, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja, Patrick, wie sieht's aus? Was ist der Zeitplan? Du bist hier... Wir sind tatsächlich voll drin. Also, drinne. Ich finde das klasse, wie das hier so läuft. Vor allem... Also ich habe gerade mitbekommen, Erik hat mal ein paar Tritte ausgelassen. Jetzt ist er gerade wieder irgendwie im Kommen. Mhm. Du hast es aber unter Kontrolle, oder? Ja, ich kontrolliere das schon so ein bisschen. Ja. Ne? Also okay. Da macht so jeder seinen Kram. Ich glaube, am anstrengendsten hat es wirklich Sebastian. Ja, der gibt da richtig, richtig Vollgas. Sein zweiter Spitzname könnte Öllampe werden. Ne? Also. Sebastian, letzte Frage an dich. Auf wie viele Kilometer kommst du denn? Ja. Auf wie viele Kilometer Fahrrad kommst du im Jahr? Übrigens war ich geschäftsfördernd einen ganz normalen Reifen runter hier. Ah, sehr gut. Richtig gut. Ja, ich sag mal, auf Swift fährst du ja echt immer einen guten Schnitt, gell? Und dadurch kommen natürlich jetzt viel mehr Kilometer zusammen, wie das früher war. Ja, komm, Strich drunter. Wie viele Kilometer sind's? Ja, vielleicht 15.000, 20.000 werden es wahrscheinlich schon irgendwie sein. Mhm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau, weil ich flüchte dann tatsächlich eben auch zwischendurch immer mal aufs Gravelrad, wo ich die Batterie aus dem Powermeter genommen habe und auch keine Aufzeichnung betreibe. So ein letztes Stückchen Freiheit muss man sich ja noch erhalten. Wunderbar, ich würde sagen, wir entlassen dich. Du rufst mich an, sobald du mit deinem Triathlon fertig bist und ein bisschen graveln willst. Dann komme ich vorbei und dann sehen wir uns wieder, oder? Ja, ich gehe jetzt mal ein Bad in meinem eigenen Schweiß nehmen. Du sagen, die Wanne brauchst du nicht mehr voll machen. Ja, mein Hotelzimmer hat jetzt einen Pool, wissen die noch nicht. Aber super, also. Gegenstromanlage. Ja, jetzt. Nehmt das Shampoo, das schäumt auf jeden Fall. Hier wächst gleich ein Baum, wenn der Salzwasser verträgt. Also, hey, an alle, die noch übrig geblieben sind, war mir eine Freude und hat mir echt Spaß gemacht. Ich muss zwischendurch herzhaft lachen, vor allen Dingen am Anfang. Ja, vielen Dank für das lustige Event und wünsche euch einen schönen Abend nach Deutschland. Sebastian, vielen, vielen Dank und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao. Mach's gut, tschüss, tschüss. So, Sebastian. Wie sieht's aus? Immer bekomme ich die Frage, wie sieht's aus? Also ich sehe wahrscheinlich gar nicht so schlecht aus, wenn ich mich so in der Kamera anschaue, ne? Ja, kann man machen. Also der Puder von heute, den wir da aufgetragen haben, der sitzt noch. Der sitzt noch, also war ich ja gar nicht so aufgeregt. Wobei, nee, es geht. Ich habe zwischendrin tatsächlich mal auf mein Telefon geschaut und meine Mutter hat mir geschrieben und meinte so, na Schatz, du bist ganz schön nervös, ne? Aber machst du gut. Machst du gut. Na klar. Gut. Höhepunkt des Abends, Überraschungsgast, würde ich sagen. Mhm. Wir haben die Hanna Ludwig. Warte mal ganz kurz. Oder? Erik, du musst schon treten. Swift-Event, du musst fahren. Es geht, glaube ich, gerade bei ihm bergab. Er hängt ein bisschen hinterher. Okay. Fährt gerade die Sierra Nevada. Das ist so viel gemacht dieses Jahr, das sieht einfach so entspannt aus. Er fährt die Sierra Nevada gerade wieder runter. Ja, Höhepunkt. Wenn man effektiv tritt. Also wenn gut. Du so die Vuelta fährst, brauchst du 3 Monate. Ne? Du musst ja auch nie schnell fahren. Ne? Ja. Langsam. Und irgendwann komme ich dann schon an. Komm. So, schieß mal Text. Weiter. Jetzt bist du wieder dran, oder? Würde ich sagen. Ja, doch, du machst das aber tatsächlich ganz gut. Ne? Oh, das ist nett von dir, danke. Hanna Ludwig, Regie, wie sieht's aus? Ist sie schon verfügbar? Regie? Ja? Hast du einen Knopf im Ohr? Knopf im Ohr, hallo? Unser Überraschungsgast ist auch schon direkt mit vor Ort. Ist ja wunderbar. Super. Guten Abend, ihr beiden. Hallo. Hallo. Wie kommt es, dass ihr zusammen in einem Raum sitzt? Weil wir beide im Lanzarote sind. Im La Santa. Unfassbar, oder? Also warum sind wir eigentlich Was machen hier? Wir eigentlich falsch? Weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Also wenn man so einen Stammtisch demnächst mal in einem anderen Land machen können, wo es schön warm ist, wäre natürlich auch klasse. Lanzarote zum Beispiel. Lanzarote, ja. Also das nächste Mal sind wir dort, dann haben wir noch mehr Überraschungsgäste. Und wir brauchen keinen Puder für dich. Dann bist du auch so schön braun gebrannt. Ich sehne mich tatsächlich nach der Sonne. Aber schön, dass ihr auf Lanzarote seid. Schön, euch kennenzulernen. Dann fangen wir einfach mal mit der Hanna an, oder Sebastian? Hanna,
du fährst für das Team Uno X dieses Jahr. Na? Was hast du dir so vorgenommen? Einfach, ehrlich gesagt, eine bessere Saison zu haben als letztes Jahr. Letztes Jahr war eine ziemlich bescheidene Saison und ich freue mich jetzt. Dieses Jahr hatte ich schon eine bessere Vorbereitung auf jeden Fall im Winter und jetzt fängt meine Saison bald schon Anfang Februar bei der UAE Tour an und dann lasse ich es einfach mal so auf mich zukommen. Auf jeden Fall schon wieder Sonne, würde ich sagen, oder? Ja, unfassbar, Wahnsinn. Aber, ja, ich glaube, da wird es noch mehr mein Ziel. Jetzt hast du aber gar nicht erzählt, Uno X. Was ist denn eigentlich Uno X? Uno X? Ja, gibt es. Ist so kein Casino. Nee. Dann scheint es tatsächlich ein Radteam zu sein aus Norwegen. Ja. Und die Hanna ist tatsächlich die einzige Deutsche, die dort fährt. Ja. Und wir sind sehr gespannt, was da nächstes Jahr oder dieses Jahr alles so bei rumkommt. Du hast dich echt richtig gut vorbereitet. Das ist super. Magst du noch was hinzufügen? Also, du machst das echt gut. Was ich von dir tatsächlich die letzten Tage zugesteckt bekommen habe, dass die Hanna vor der Swift-WM steht. Jetzt muss ich tatsächlich auch mal fragen, für die Swift-WM, die ja auf der Rolle stattfindet, warum bist du dann in Lanzarote? Ist das Internet dort schneller oder... das musst du mir bitte mal erklären oder vielleicht auch den ganzen anderen. Sagen wir so, für die Swift-WM ist vielleicht nicht die beste Vorbereitung hier zu sein, aber jetzt bin ich ja heute Abend schon mit euch gefahren, obwohl es eigentlich locker sein sollte, war es schon ein bisschen wie ein Rennen am Anfang. Ja, kannst dich bei André bedanken. Ja, André hat die ganze Vollgas gegeben. Das war wirklich... hat doch gerade fast einen Hungerast, glaube ich. Ja. Er hat doch die ganze Zeit den Kopf unten gesenkt, ne? Na gut. Zurück zu dir, ja. Was hast du dir vorgenommen für die WM? Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das neue Format, weil dieses Jahr werden es ja 3 Rennen sein, und quasi wie so ein Ausscheidungsfahren. Und ich habe mir vorgenommen, in das 2. Rennen zu kommen, weil im 1. Rennen werden ja schon ziemlich viele eliminiert. Also von den 100 Fahrerinnen werden 70 eliminiert. Und da ich ja nicht so eine lange Vorbereitung auf Zwift haben werde, weil ich jetzt noch relativ lang in Spanien bin, habe ich dann nach dem Trainingslager eine kurze Vorbereitung auf Zwift und hoffe dann, dass ich in das 2. Rennen komme und dann einfach da Spaß habe und mich gut für das deutsche Team präsentiere und nochmal mit der Tanja fahre. Sehr schön. Aber jetzt hast du es gerade schon gesagt, Vorbereitung. Wie bereitet man sich denn auf eine WM vor, die auf einer Rolle stattfindet? Quasi ein Fahrrad, was nicht an dich ankommt. Genau in dem Moment hört Paul auf zu treten und guckt sich um. Achtung, wichtige Info. Ja. Vielleicht kurz und knapp wieder, wie bereitet man sich darauf vor? Also normalerweise würde ich sagen, so viele Rennen auf Zwift fahren, wie es nur geht, weil es einfach eine ganz eigene Dynamik hat und der Start normalerweise für mich zumindest extrem schnell ist und man halt auch üben muss, dass man wirklich gut im Windschatten quasi fährt auf Zwift. Man kann es ja nicht wirklich Windschatten nennen, aber so. Und jetzt gibt es immer Samstag so eine Tiny Race Serie und da hoffe ich, dass ich noch zweimal die fahren kann, weil das sind einfach so kürzere Rennen und das wird so ähnlich sein wie bei der Zwift-WM. Und da bin ich gespannt, wie das Format ist, weil so, ich denke, je kürzer die Rennen sind, desto noch härter werden die wahrscheinlich auf Zwift. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das wird. Okay, ja super. Tanja, fährst du die WM auch mit? Ja? Ja. Ja, super. Also Hanna zusammen. Ja. Nach 2 Jahren Abstinenz. Sehr schön. Ihr seid zusammen schon gefahren in einem Team. Bei Canyon SRAM sind wir 2 Jahre zusammen gefahren, glaube ich. Ja. Ja, schön. Habt ihr euch also schön ergänzt. Ihr wisst auch untereinander, wie ihr fährt, ein Partner. Ja, wir sind sozusagen das genaue Gegenteil. Das aber ergänzt sich doch hervorragend. Ja, genau. Ja, super. Würde ich auch sagen. Schön, Sebastian. Schön, schön. Ich habe noch eine Frage an unsere Kölner Runde bekommen. André, Kölner Karneval... Als Profi, also jetzt nicht Karnevalsprofi, sondern Radprofi, wie läuft das denn eigentlich so ab? Das Kostüm steht doch sicherlich schon, oder? Der Gorilla? Also ich bin als Profi auch zum Karneval gegangen und ich gehe auch als Ex-Profi zum Karneval. Mit Sicherheit macht man die ganzen Umzüge mit
Es wird auch weniger, weil die Kinder ja auch größer werden. Aber dennoch, Karneval ist ein Muss, wenn man hier im Kölner Umland wohnt. Kann ich dir nur zustimmen. Also in meiner Heimat ist das auch nicht so populär. Ich lebe jetzt seit 6 Jahren hier und ich muss sagen, mir macht das richtig Spaß. Ich kann das nicht verstehen, warum manche Leute wirklich Köln verlassen, nur wegen den paar Tagen. Ich finde es hervorragend. Ich liebe Karneval auch. Ich finde es super. Pass auf, dass du nicht gleich ausrutscht. Ne? So. Kannst du schon mit? Zurück zu unserem Special Guest für heute Abend. Also wir haben es ja gerade schon gesehen, im Zimmer bei Hanna sitzt noch die Anne. Wo haben wir denn die beiden? Ich sehe sie gerade nicht mehr auf dem Bildschirm. Sind sie noch da? Ja, da sind sie noch. So, jetzt mal zu dir. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich spontan entschlossen hast, heute Abend teilzunehmen. Das war ja, glaube ich, super, super spontan, nachdem wir festgestellt haben, ihr seid gerade beide im selben Hotel untergebracht. Du bist ja, glaube ich, schon länger dort. Und es würde sich anbieten. Ich glaube, ihr kanntet euch beide auch vorher gar nicht, oder? Nee, wir sind uns gerade vor 2 Tagen mal kurz über den Weg gelaufen und haben uns jetzt hier im Performance Center mal kennengelernt. Aber du bereitest dich jetzt nicht auf die Swift-WM vor, sondern du hast andere Ziele für dieses Jahr, oder? Ja, genau. Also ich habe definitiv andere Ziele. Und ich möchte natürlich, der Hauptwettkampf wird natürlich wieder Hawaii sein. Und ja, davor natürlich noch ein paar Rennen. Du bist dieses Jahr zweimal, also es ist ja letztendlich ein extrem spezielles Jahr gewesen mit 2 Weltmeisterschaften im Ironman, also Ironman-Weltmeisterschaften. Du hast beide Male auf dem Podium gestanden, das hat, glaube ich, kein anderer Athlet geschafft, soweit ich weiß, weder bei den Herren noch bei den Frauen, oder? Doch, der Christian Blumenfeld. Stimmt, Christian Blumenfeld. Genau. Dann bist du jetzt, ich glaube, gestern zur Nummer 1 der PTO-Rangliste, ich weiß nicht, gewählt worden, kann man das so sagen, oder wie setzt sich das zusammen? Nee, das ist einfach, also man kriegt halt Punkte für jedes Rennen und das ist eine Weltrangliste, die sich halt an den konstantesten Athleten oder den Athleten mit den meisten Punkten, wie so eine Weltrangliste halt funktioniert, am Ende des Jahres dann auszeichnet. Und ja, ich hatte zwar nicht das eine super geile Rennen, das ich mir gern gewünscht hätte, aber ich war über die ganze Saison anscheinend die konstanteste Athletin und deswegen darf ich mich für den ersten Platz freuen in der Weltrangliste und freue ich mich natürlich auch sehr. Naja, ich würde sagen, zweimal auf dem Podium bei einer Ironman-Weltmeisterschaft, das Ding auch schon gewonnen, Nummer 1 der PTO-Rangliste. Ich glaube, da kann man schon in die Karriere eigentlich einen ziemlich dicken Haken machen. Also du hast im Grunde genommen, ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich so viele Titel gewonnen hätte, dann wäre ich jetzt nicht mehr im Trainingslager. Hut dann würde ich mich selbst feiern. Du hast ja so schon den ganzen Tag. Eben, also genau, ohne dass ich Weltmeister geworden bin. Ja, süß, geht auch so. Genau, jetzt hatten wir gerade schon so ein bisschen das Thema auch mit Laura, so ein bisschen der innerdeutsche Konkurrenzkampf. Da geht es um Minuten im Grunde genommen mittlerweile. Ich war live letztes Jahr dabei, als du das Projekt in Rot hast versucht anzugehen. Das hat dann am Ende nicht ganz funktioniert. Gibt es denn in der Richtung auch schon irgendwelche Pläne für diese Saison? Also vielleicht auch eine kleine Kampfansage an der Stelle mal an Laura rausschicken, gerne. Naja, mit Kampfaussagen habe ich es jetzt nicht so. Ich überzeuge lieber durch Leistung dann im Rennen, als groß da Worte zu schwingen. Klar möchte man natürlich immer ein Rennen im Jahr haben, wo man wirklich mal auf die Zeit aufgeht, weil ich meine, so eine WM ist immer ein taktisch geprägtes Rennen und da muss man einfach mit der Renndynamik mitgehen. Da kann man nie so auf seine eigene Zeit gehen, aber natürlich diese Weltbestzeit, die ich glaube, die wird nicht nur von mir mal ins Auge gefasst, sondern von vielen anderen auch. Und ich glaube, die wird jetzt auch nur noch eine Frage der Zeit sein, wann die fällt. Ich meine, die Leistung wird einfach immer besser, das Material wird immer besser. Ich glaube, eine Weltbestzeit, die jetzt, ich glaube, über 12 Jahre besteht, die wird jetzt irgendwann fallen. Und die Frage ist nur, wer wird das jetzt machen und wann und wie wird es passieren? Und natürlich möchte ich das auch gern sein, aber wie gesagt, es ist halt eine Outdoor-Sportart, da kann viel passieren. Jeder wird sein Bestes geben und am Ende wird es der machen, der eben gerade an dem Tag das Glück auf seiner Seite hat. Da drücken wir uns den beiden Athletinnen auf jeden Fall ganz fest die Daumen, würde ich meinen, oder? Ja, würde ich sagen. Den schnellsten Reifen haben sie ja schon mal. Den schnellsten Reifen haben wir hingeschickt, ja. Der sollte vorhanden sein. Letzte Frage noch an dich, die mich einfach auch persönlich wirklich interessiert. Stichwort Motivation. Jetzt geht hier die Motivation langsam flöten bei unseren Vieren.
Du warst bei Olympia, du warst Weltmeisterin, du warst in anderen Distanzen auch schon super erfolgreich, unter anderem auch, ich glaube, im Team zusammen mit Jan Frodeno, im Grunde genommen dem erfolgreichsten Triathleten, den wir so haben. Wie motiviert man sich morgens noch? Also ich meine, klar, du wachst da im warmen Süden gerade morgens auf, aber wie schaffst du es dann trotzdem noch, dieses Pensum durchzuziehen, was ja bei dir auch enorm ist? Naja, ich möchte einfach besser werden. Ich glaube, meine Motivation ist einfach nicht, nach mehr Titeln zu streben, weil da einfach was ist, was man nicht in seiner Hand hat. Man weiß einfach nicht, was die anderen trainieren, wie gut die anderen sind. Man kann nur seine eigene Leistung beeinflussen. Und solange ich eben denke, da ist noch Potenzial in mir, das ich unbedingt ausschöpfen möchte und ich möchte da noch den letzten Tropfen rausquetschen, solange ich diese Motivation und das Gefühl und die Hoffnung noch habe, dass all das Training, was ich da reinstecke, zu einer Leistungsverbesserung führt, solange möchte ich das auch machen, unabhängig von den Ergebnissen, die bei rauskommen. Klar bin ich Profiathlet und lebe von meinen Ergebnissen und möchte natürlich immer gewinnen, aber in allererster Linie möchte ich immer besser sein als das Jahr zuvor und ich glaube, da ist da eben noch viel drin. Und ich habe noch viele Baustellen, an denen ich gerne arbeiten würde. Und das motiviert mich einfach, jeden Tag aus dem Bett zu springen. Und hier ist es natürlich noch viel einfacher und interessanter als irgendwie zu Hause in Deutschland. Ja, ich glaube, wir sind auf jeden Fall alle super gespannt auf das, was da jetzt noch kommen wird. Ich freue mich auf die nächsten Live-Übertragungen, wenn ich nicht gerade selber vor Ort dabei sein kann. Ja, ich würde sagen, damit entlassen wir euch zum Abendessen. Und ja, vielen Dank, ne? Und lasst es euch schmecken. Ne? Würde ich meinen. Ja. Also, ja. Euch beiden noch einen schönen Abend. Vielen Dank für die Teilnahme und vielen Dank für die ganzen Antworten, die ihr hier geliefert habt. Merci. So, Sebastian. Patrick, komm mal mit. Jetzt haben wir die ganze Zeit hier rumgestanden. Ja. Ich glaube, das ist noch gar nicht so richtig klar geworden, was eigentlich für eine Arbeit hinter diesem Event steckt. Also ich meine, wir zwei Hampels, wir stehen jetzt vor der Kamera. Da gibt es jetzt genug, die hinter der Kamera stehen. Damit meine ich jetzt nicht nur unseren Videografen, sondern auch alle, die das hier machbar gemacht haben. Also wenn ich den Basti so sehe, wie er die Kamera hält, ne? Also das ist halt ein Schrank. Ne? Das ist ein Schrank und das ist sein Mund. Ja, also jetzt sind wir mal die Karten weg, lass liegen. Aber ich habe mir gedacht, wir schauen uns jetzt mal hinter den Kulissen um, oder? Wir gucken uns das Ganze mal an. So, gehen wir hier mal schön vorbei. Ja, haben sie auch alles schön aufgeräumt hier, ne? Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Viel Kabel, viel Technik, viele Knöpfe. Ist ein bisschen wie bei der NASA, oder? Aber nicht nur ein bisschen, ne? Also. Im Bildschirm sahen wir besser aus. Ja, Nils. Das ist übrigens auch netten Kollegen. Ja, deswegen hat er auch kein Mikrofon. Ja, ne? Genau. Also, deshalb sitzt er hinter der Kamera. Patrick, ich würde sagen. Warte. Ich würde sagen, wir schließen den Abend. Ja. Wir bedanken uns bei allen, die dabei waren. Vielen Dank, dass du mich hast teilhaben lassen als dein Co-Moderator. Ich muss mich erstmal bedanken bei dir, bei den ganzen Schwalbe-Team, bei meinem Arbeitskollegen, dass mir das Vertrauen geschenkt wurde, hier vor der Kamera mit einem Mikrofon zu stehen. Jetzt so langsam fällt die Nervosität, weil wir sind noch kurz vor Ende. Ich kann mir echt vorstellen, vielleicht das Ganze noch irgendwann mal zu machen. Vielen Dank, dass du das Ganze auch so ins Leben gerufen hast. Ohne dich wäre der Abend gar nicht so möglich gewesen, glaube ich, oder ins Leben gerufen worden. Und auch vielen Dank an die Technik, vielen Dank an den fleißigen Nils. Die Steffi habe ich gerade gar nicht mehr gesehen. Die Steffi ist nämlich ist am Arbeiten. Zwischendrin immer rumgelaufen und hat uns quasi die ganzen Fragen zugesteckt der Community. Und vor allem ganz großen Dank an unsere Sportler, die immer noch treten. Die treten immer noch. Lass sie einfach treten, komm. Und vielen Dank, dass ihr mit beigeschaltet habt. Beim nächsten Mal versprechen wir, wird es ein bisschen ruhiger angegangen werden, oder? Ja, ich denke auch, ja. Ja, das. Und hier siehst du selbst, der Kameramann, jetzt wird der Abend doch langsam schwer. Ne? Guck noch mal, wie lange das noch aushält, oder? Wir können auch überziehen. Aber ich würde sagen, wir machen einen Deckel drauf. Ja, vielen Dank. Vielen Dank euch allen fürs Einschalten, fürs Zuschalten, fürs Mitschwitzen. Und ja, vielleicht sieht man sich ja mal wieder virtuell bei Swift. So sieht's aus. Prost, ne? Also, Cheers. Lasst es euch gut gehen.